Hallo Happens. Danke nochmal. Wie viele Milo-Ticks hast du mir inzwischen schon getauscht? Jedes Mal gucke ich nach und dann ist es so, Tausch mit Schönschuppe. Oh. Nicht schon wieder. Hoffentlich, da geht noch mehr. Ich glaube, zumindest bis Gen 10 sollte keins mehr kommen, oder? Mr. Dito am Mittwoch und Donnerstag. Hallo. Dito, vielen, vielen Dank für 51 Monate. Übertrieben viel. Wenn dir jetzt erst auffällt, dass du eine Abo-Falle bist, dann erklären sich 51 Monate. Perfekt geteilt mit dem Rumble. Rumble, Rumble. Mr. Dito, gehen Sie immer noch auf die TwitchCon oder hat sich was geändert? Mauri, du bist ein Tintenfisch. TwitchCon ist safe. Dann geht's in Urlaub. Morgen, also in 24 Stunden, fliege ich los. Ich glaube, Gen 10 Release wird auf allen vier ein Shiny sein. Wenn ich bis dahin keinen Shiny gefunden habe und jeden Tag suche, dann haben wir wahrscheinlich eine 90% Chance, dass auf allen vier es gleichzeitig kommt. TwitchCon. TwitchCon. Dankeschön, Konrad. Hallo, Megumina. Hallo, Angel. Hallo, Dynamax. Hallo, Lödi. Hallo, Sakura. Hallo, Eboli. Was ist das? Das ist eine Convention von Twitch, wo du hingehen kannst und da sind ganz viele Streamer und Streamer treffen sich dort, um Zeit zu verbringen und sind Spiele und es ist wie eine Gamescom, nur halt das Thema ist Streaming. Frischi, du bist ein Linfuvishu. Dankeschön, Anne. Hallo, Anpilon. Wann? Ich weiß nicht, wann sie dieses Jahr ist. Es ist ja, glaube ich, am Ende vom Monat. 30.06. bis 1.07. oder sowas. Die ist aber in Rotterdam. Willst du nach Rotterdam? Bin mit Dean, Paco Hontas. Paco Hontas? Cooler Name. Ronny Berger, Knirps und Co. im Hotel. Hast du deine Fühler schon so weit ausgestreckt, dass du die jetzt... Wobei, stimmt, letztes TwitchCon. Bei Knirps, es macht mich ja fertig. Ich habe Knirps entdeckt. ich habe Knirps ja... ich war bei Wild Mikes. Und dann... Ich war nicht bei Wild Mikes, aber ich war im Chat von Wild Mikes. Und dann hat Wild Mikes einfach, also ich habe gar nichts gemacht, ne? Aber ich war dabei. Und dann hat Wild Mikes auf einmal so random einfach Kanäle angeschaut auf Twitch. Und dann war es auf einmal ein Knirps-Kanal mit 10 Zuschauern oder sowas. Und er hat einfach in seinem Wohnzimmer gechillt und gesungen mit Gitarre. Und dann haben die quasi die Leute dazu aufgefordert, zu dem reinzugehen, quasi so ein Offline-Raid. Online-Raid ohne zu raiden quasi, so ein Raid ohne zu raiden. Und dann hat auch noch Twitch den auf die Startseite gepackt, weil die es mitgekriegt haben, dass quasi die Wild Mikes den so zuschauen und pushen. Und dann hat Twitch hat ihn auf die Startseite gepackt, obwohl er nicht Partner war. Also es geht. Und dann hatte der auf einmal 2000 Zuschauer. Ronny und so habe ich Experian vor 2 Jahren kennengelernt. Wenn du wüsstest, Leo. Hä? Und dann hatte der auf einmal 2000 Zuschauer und hat vor 2000 Zuschauern sein Margarita-Song performt und sowas. Und ab dann ging es steil für den. Weil du wüsstest wegen den Fehlern. Achso, okay.
Ja, du bist da gut drin. Ich hab da gar keine. Du bist da gut drin. Ich glaub dir das sofort. Mark O'Brien, du bist ein Pico-Chiller, Weiterentwicklung, Chillabell. Hallo Drarot. Jedes Mal, wenn ich jetzt Knirp sehe, denke ich mir, vor 3 Jahren war ich da, als du und die Wild Mikes. Ich meine, der wäre trotzdem groß geworden, um Gottes Willen. Das ist so ein typischer Entertainer, der muss einfach gesehen werden. Und irgendwann wird so jemand gesehen. Hallo Brian. Ich gebe da nur kein F, Leo. Ich gebe da nur kein F. Auf was gibst du kein F? Ich fand's nur lustig, dass ich Knirps gesehen habe, als er. Egal. Sakura, du bist eine Spinne. Ronny Berger wollte damals, als er noch nicht bekannt war, dass Leo seinen Kanal bewertet und Verbesserungsvorschläge macht, als er noch kaum Zuschauer hatte. Sagst du es gerade einfach nur so, weil es lustig ist? Also, oder war das wirklich so? Es war nicht so. Ach so, du meinst Starstruck. Ich habe gar nicht von Starstruck gerade geredet. Ich bin da gar nicht Starstruck. Nein, es stimmt. Wie es stimmt. Habe ich auch umgeschrieben. Ist das dein Ernst? Hä? Warum? Was? Wie? Ah, warte mal, da war was. War da? Hä, was war da nochmal? Nee, ich war dabei, als du mit ihm im Stream drüber geredet hast. Also einmal kam Milchbaum rein und hat gesagt, hey, willst du meinen Kanal bewerten? Und dann bin ich halt, ich war immer neutral und hab dann immer gesagt, nee, dafür musst du Kanalpunkte sammeln, das wäre unfair und sowas. Also sie hat es eh nur als Joke gesagt, um Gottes Willen. Aber Ronny Berger erinnere ich mich nicht. Ich meine, er guckt auch deine YouTube-Videos. Und so oft haben wir uns gesehen und er hat nie was gesagt. Also was heißt so oft? Aber auf jeder Convention habe ich ihn gesehen und gegrüßt und er hat nie was gesagt. Krass. Du hast Milchbaum bewertet? Nein, eben nicht. Die kam nur rein und hat gesagt, hey, willst du meinen Kanal bewerten? Yo, hihihi. Und ich so, ich kann nicht. Nee. Und dann weiß ich noch, dann haben wir aus Spaß kurz schnell rüber geguckt. Und dann war es gerade so ein typischer Milchbaum-Moment, wo man so, mi, 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 meine Muschi, mi, mi, mi. So volle Kanne, perfekte Moment. Klicke ich nur rein, weil ich kannte Milchbaum nicht. Und alle haben gesagt, guck einfach mal kurz schnell rein. Dann habe ich nur auf den Kanal geguckt und dann war wirklich gerade so Peak-Milchbaum-Moment und ich bin sofort wieder rausgegangen. Ist so eine Streamer-Krankheit, dass man sich gefühlt nicht grüßt, wenn man sich nicht kennt. Aber wir kannten uns ja anscheinend. Hä, das heißt, Ronny Berger kam hier rein. Warum erinnere ich mich daran nicht? Und hat... Echt? Ich erinnere mich null daran. Null. Warum erinnere ich mich daran nicht? Also ich kannte ihn wahrscheinlich damals noch nicht. Aber ich sollte mich doch trotzdem dran erinnern. Er hat nur eine Frage gestellt und that's it. Aber warum sagt er dann, er wollte eine Kanalbewertung? War die Frage, willst du meinen Kanal bewerten? Oder hat er im seinem Stream gesagt, er würde... Was? Ich bin einfach nur, hä? Ich wundere mich nur, dass ich mich nicht dran erinnere. Crazy. Du hast nach dem Partner gesucht oder sind sie auf dich zugekommen? Hast du nach dem Partner gesucht oder sind sie auf dich zugekommen? Du meinst, daran erinnerst du dich? Slash User. Stimmt. Echt von wegen die Frage, also Sponsoren, Partner. Ah, okay, krass. Ja, guck mal an. Und jetzt stellt er sich die Frage nicht mehr, oder? Die Leute kommen auf ihn zu. Das ist schon mehr als ein Jahr her, kurz bevor du deinen Partnerstatus bekommen hast. Er hat, glaube ich, sogar das über Kanalpunkte gemacht.
Aber ich habe den Kanal definitiv nicht angeschaut. Dann wüsste ich es 100 Pro. Alexi Bexio auch mal hier. Ich glaube sogar zweimal, ja. Die deutsche Streamer-Bubble ist sehr klein. Wirklich. Sobald du da im Schnitt 100 Zuschauer hast, kennt man dein Gesicht irgendwie. Also, es ist wirklich nicht so viele Menschen. Es sind nicht so viele. Sobald du irgendwie mal einen Clip hattest, mal ein Video hattest, und ich hatte halt ein paar YouTube-Videos, die viral gingen. Sobald du das einmal hast, kennt man einfach dein Gesicht irgendwie. Weil es nicht so viele sind. Und trotzdem sagen 90% der Namen nichts. Ja, ich ja auch. Aber wenn ich dann die Gesichter sehe, bin ich so, okay, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Seit dem Video mit Gronkh hat mich sogar Fischkopf auf Messer erkannt. Auf dem Messer hat er dich erkannt. Ja. Witzige Geschichten aus dem Leos Mindgarten hier. Und jetzt sitze ich hier und bin nur noch frustriert. Bevor ich meinen Partner bekommen habe, aber das ist auch krass, weil ich habe meinen Partner relativ schnell gekriegt, als ich dann angefangen habe mit diesem Kanal bewerten. Und dass er mich davor schon gefunden hat, gesehen hat, obwohl ich noch wirklich nichts war, mich niemand kannte und trotzdem hat er mich irgendwie, aber ja, cool. Habe ich echt total vergessen gehabt. Also nehme ich an, du kommst auch Rotterdam. Das wollte ich jetzt sagen. Also ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, morgen bis zum 17. Und wir sind dann danach im Umzugsstress, weil wir hier rausgeschmissen werden aus der Wohnung und müssen bis September eine Wohnung finden, was hier die Hölle ist. Deswegen bis jetzt ist es immer noch bei mir, wenn irgendwie 4 Tage davor ich Bock habe, und mir denke, ja, ich weiß nicht, was ich sonst mit mir zu tun habe, dann buche ich einen Flug, buche ein Hotel und komm. Weil ausverkauft ist nix. Also die Tickets sind nicht ausverkauft. Aber hast du gesehen, dass in Amerika kriegen die einen Pre-Order-Bonus? Nicht einen Pre-Order-Bonus, aber es ist günstiger, wenn man jetzt die Tickets sich kauft. Ist so also, oder? Und die europäische TwitchCon kriegt keinen so einen Bonus. Aber da ist es auch irgendwie 100 Euro teurer. Das ist so asozial, also irgendwie 350 Euro fürs Ticket. Und das, also ich habe in Amsterdam noch den Partnerbonus gekriegt, den gibt's ja auch nicht mehr. Nee, ich gucke tatsächlich spontan. Ist zwar teurer natürlich, Flug und alles, aber es ist auch nicht so viel teurer. Und Hotel gibt's auch irgendwo immer wieder und ansonsten schummel ich mich, nee, keine Ahnung. Ich komme aus dem Urlaub zurück und dann... Ich habe jetzt 2 Wochen lang kein YouTube-Video, weil ich einfach in Urlaub war. Deswegen muss ich gucken, ob ich nicht super rein hasseln sollte, wenn ich wieder da bin. Ich weiß, es sind nur 3 Tage, aber ich will eher auf die Gamescom dieses Jahr. Weil TwitchCon war ich schon und letztes Jahr war irgendwie frustrierend. Und Gamescom war ich halt noch nie. Und da würde ich tatsächlich mal Leute treffen, die ich auch wirklich hier so zuschauermäßig kenne. Da ist er mit Paco im Zimmer. Das ist aber nicht mein Paco, oder? Nee, der heißt nur Paco. Nee, Paco kenne ich nicht. Dann darf ich endlich Security machen. Ja, Gamescom-Akkreditierung ist krass, ja. Ich habe das mir kurz angeguckt und sofort so, okay, keine Chance. Was war's? 100.000 Subscriber braucht man? Aber irgendwie sogar noch strikter. 100.000 Subscriber, aber man muss in den letzten 3 Monaten ein Video hochgeladen haben, im Schnitt mit 100.000 Klicks oder sowas. Blablabla. Bla, bla, bla. Aber ich habe eh nie verstanden, was es Tolles gibt an der Akkreditierung, außer dass du das Ticket umsonst kriegst. Du kommst in diesen Backstage-Bereich da rein, aber alles ist doch sowieso hinter Halle 8, keine Ahnung. Wo sowieso alle hin können. Was ich dann eh nicht verstehe, warum da alle... Also alle können da doch nicht hin können, weil dann würden ja doch alle sein. Ich check's nicht. Mit Akkreditierung kann sich jemand mitnehmen.
Ticket umsonst, Zugang zu Fachbesucherbereich und Crater Lobby. Aber mir wurde immer gesagt, in der Crater Lobby ist sowieso niemand. Im Grunde nur die Ruhezone ist, glaub, was Gutes. Ah ja, ja, für die. Deswegen, ich verstehe schon, dass nicht jeder Akkreditierung kriegt, weil weil es soll ja schon was Besonderes sein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen. Ich habe mir die angeschaut und die sind schon... Aber ja, wenn es was Besonderes sein soll, dann ist selbst 100.000 eigentlich noch nicht mal viel. Crater Lobby ist schon stark bei Gamescom. Okay. Aber nicht wie Partner Lounge in Amsterdam stark. Okay, also wäre ich enttäuscht, schau. Weil mein Standard ist Amsterdam TwitchCon. 24/7 Hotdogs, Pommes, Alkohol, nicht Alkohol, aber trinken, alles was du willst. Es war schon perfekt. Hunderttausend ist nicht viel, sagt er, der bei 23.000 ist. So, was hast du denn jetzt hier für ein ChatGPT-Quatsch geschrieben? Hallo, es tut mir leid zu hören, dass Leos Mind noch keinen Shiny Deoxys gefunden hat, obwohl er bereits 23.000 Resets durchgeführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny-Pokémon zu finden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der individuellen Glückschance jedes Spielers. einschließlich der individuellen Glückschance jedes Spielers. Was ist meine Glückschance, ChatGPT? Was wurde mir in die Wiege gelegt? Es kann frustrierend sein, aber es ist wichtig, geduldig zu bleiben und weiterhin sein Bestes zu geben. Vielleicht wird das Glück schon bald auf Leos Minds Seite sein. Danke. Wunderschön. Die wollen halt auf die Kritik Influencer.com eingehen. Denke aber, mit den Kriterien sind sie etwas übers Ziel geschossen. Kritik Influencer.com. Was war da die Kritik, dass jeder Volldepp da ist? Ist, hä? Dass es nicht mehr um Games geht, sondern nur um Influencer, die da sind und in Scharen hinterherlaufen. Paris war okay, ja. Paris war okay. Es hatte nichts mehr mit Gamescom zu tun. Ja, aber das ändert ja nichts daran. Weil die es ja zu dieser Influencer.com machen, sind die sowieso in der Partner-Lounge drin sind, weil die Millionen von Millionen Followern haben. Was ändert denn die Regel daran? Aber also ich verstehe das ja. Ich fand immer krass, dass man als jeder quasi so eine Akkreditierung kriegt. Ich dachte immer, ich dachte immer, das wäre viel höher. Und als ich das mal dann angeschaut habe, dachte ich mir, das schaffe ich ja. Deswegen, natürlich ist Kacke, aber ich verstehe es aus deren Sicht, dass es halt was Besonderes sein soll. Hallo Legacy Zuberg. Haut euch mal einen auf die Nase, dann seid ihr auch ganz oben dabei. Ah, die guten alten Zeiten. Es geht nicht mehr um Games, sondern um Influencer. Sie wollen halt wieder den Fokus auf Games lenken, meiner Meinung nach auch, damit die Publisher nicht mehr abwandern. Ja, klar. Da Weudel. Hallo. Dankeschön. Ich hatte ein paar Primes hier, die ich alle nicht genannt habe. Anne. Dankeschön für 9 Monate. Hallo, Pille. Dankeschön für 2 Monate Prime. Son Bartox. Dankeschön für 12 Monate Prime. Und Davoidl. Dankeschön für 3
Monate Prime. JJ, hi, du hast mir nicht geschrieben. Schau, ich hab's vergessen, weil du mir nicht geschrieben hast. Hey Levin. War nicht das Problem, dass die Besuchertickets für die Influencer gekauft hatten und diejenigen, die wegen den Games hin wollten, keine mehr bekommen haben? Ja, aber das ist auf Masse gesehen super wenig, wenn es so war. Das kann nicht, es ist ja auch egal. Ich war vor Jahren mal auf der Gamescom und es war einfach cool, weil ich mit Freunden hingegangen bin, die ich zum ersten Mal so kennengelernt habe, weil das Gamer-Freunde waren. Das ist Ewigkeiten her, 15 Jahre oder sowas. Und seitdem war ich nie wieder. Und damals schon, ich meine damals, da wurde Black Flag und sowas vorgestellt. Und das war damals schon so, passt schon. Also ich finde allgemein an Conventions nichts. Also was dort geboten wird, ist meistens nicht das Geld wert, finde ich. Du gehst halt hin, weil es ein Event ist, wo alle sich zusammentreffen. Das muss dir halt das Geld wert sein. Weil die Comms sind an sich, also ich verstehe eh nicht, wie man sich eine halbe Stunde lang in eine Schlange stellen kann, um ein Spiel anzuspielen, was eh in einem Jahr rauskommt. Das bin halt ich. Es gibt genug Leute, die das hypen und voll cool finden, sich da anzustellen, um dann 10 Minuten Assassin's Creed zu spielen. Cool, Shadi, dankeschön. Den Stress, den du dir machst, weiter so. Was für einen Stress mache ich mir? Ich versuche mir keinen Stress zu machen. Früher, vor 20 Jahren, war der Gaming-Markt einfach auch noch was anderes. Ja. Und damals fand ich es schon langweilig, auf so einer Com zu gehen. Es ist halt einfach wie ein Jahrmarkt. Und es ist halt cool, weil man mit Freunden über den Jahrmarkt drüber schlendert. Ich brauche nicht die Stände und sowas. Aber es ist halt ein Ort, wo man sich zusammentrifft. Deswegen, ich glaube eher sowas, so Indie-Sachen sind cool. Aber da gibt es so wenige in Deutschland, glaube ich. In Amerika gibt es zum Beispiel die... wie heißt die? PAX? PAX ist, glaube ich, sehr Indie. Und es gibt noch was viel Indigeres. Ich habe den Namen vergessen. Die ist jetzt dann. Ich weiß es nicht. Aber das sind halt so richtige... Da geht es halt wirklich um Gaming. Weil da stehen halt wirklich die Developer an ihrem Stand und zeigen dir das Spiel und reden mit dir über ihr Spiel und sowas. Und da ist kein riesiger Stand, wo du 3 Stunden anstehen musst, um 10 Minuten von Assassin's Creed zu spielen. Warum solltest du das auch wollen? Es ist doch eher cool, wenn du mit dem Synchronsprecher von Assassin's Creed reden könntest oder sowas. Das wäre cool. Aber wahrscheinlich gibt es solche Sachen auch, klar. Aber da ist dann wieder die Schlange so ewig lang. Deswegen so Indie-Sachen, glaube ich, sind eher das, wo es zu den Wurzeln zurückgeht, weswegen sowas eigentlich existiert. Wie lange hast du schon deinen Shiny Living Form Decks? Ich habe kein Shiny Living Form Decks. Warum glaubst du, ich habe einen Shiny Living Form Decks? Dann könnte ich ja in Ruhe sterben. Noah Knight Raven, du bist das hier. Eins von denen, dessen Namen ich mir nie merken werde. Tharon Toras oder sowas. Das hat man bei deinem Gen 5 Video gesehen, dass du dir keinen Stress machst. Was meinst du? Weil es kacke ist? Marco ist jetzt auf... Der piesackt mich jetzt. ChatGPT kann dir leider deine Glückschance nicht nennen, tut mir leid. Das Geile ist ja, wenn du schreiben würdest, das stimmt nicht. Es gibt keine Glückschance bei individuellen Menschen. Dann würde ChatGPT sagen, oh, Entschuldigung, du hast recht. Ich glaube, gemeint war, wann du angefangen hattest mit dem. Achso. Es widerspricht mir aber auch niemand.
Gen 5 Video hat jetzt die 10.000 Views geknackt. Yay. Aber es ist nur auf Platz 2. Warum ist es nur auf Platz 2? Das ist so seltsam. Was für ein Video wäre Platz 1? Congrats. Danke. Aber ich bin nicht zufrieden damit. Letztes Jahr gab es eine Halle voll mit Netflix-Stuff. Und das Jahr davor gab es irgendein Panzerspiel und dann ist Dingens aufgetreten. Mit Trivium, glaube ich sogar. Ah nee, das war dieses andere Metal-Spiel. Da war Trivium da. Aber irgendwann war doch auch hier die eine Band da mit einem Panzer und sowas. War Thunder oder so. Deine Videos werden eben auch von Mal zu Mal besser. Was? Jetzt? Wie sagst du mich richtig? Was meinst du? Hallo Carmine. Noah Knight Raven, vielen Dank für 10 Monate. Ich warte immer noch auf das Video, wo du alle Starter-Pokémon im Synchro-Modus zeigst, aber non-shiny. Wahrscheinlich hätte das instant 10.000 Views. Mir ist heute oder gestern ein extremer Shiny-Fail passiert. Ich würde ihn sogar noch extremer nennen als das Deoxys. Und zwar mache ich ja gerade den Home-Pokédex voll. Und ich habe in BDSP alles, außer mir fehlt noch ein Hornweisel. Muss ich halt brüten, bis es weiblich ist. Und mir hat auch Bomi gefehlt. Also habe ich ein anderes Bomi aus einem anderen Spiel gebrütet. Und 4 Bomis habe ich gebrütet. Und das 4. Ei war ein Shiny Bomi. Kommt direkt in die Liste rein mit den 100.000 Eiern. Ich habe ein Shiny Bomi im 4. Ei bekommen. Und ich war so, ist es Shiny? Weil man sieht es kaum bei Bomi. Ist es Shiny? Was hat so einen ganz leichten Bling gemacht, aber nicht wirklich. Und dann war aber, Moment, aber der schwarze Teil ist bläulich. Und es war tatsächlich Shiny, das 4. Bomi-Ei. Schon wieder das 4. Dachte ich mir auch, schon wieder das 4. Und dann habe ich geguckt und gesehen, ich habe ein Burmadame aus Go. Weil ich habe schon alle Burmis und so, aber ein Burmadame von mir ist aus Go. Dachte ich mir, nice, perfekt. Mache ich meinen Burmi zu Burmadame, dann kann ich das aus Go ersetzen. Gott sei Dank, wie geil. Was für ein krasses Glück. Also mache ich das Burmi zu Burmadame. Und dann wusste ich, mir fehlt die rosane Form. Denke ich mir, okay. Jetzt mache ich mein grünes Burmadame zu einem rosanen Burmadame. Gehe in den Kampf rein, ändert sich nicht. Gehe in Legends Arceus rein, gehe in die Kobaltküste, ändert sich nicht. Nee, es war weiblich. Es war weiblich. Das Geschlecht war auch perfekt. Gehe nochmal in BDSP rein, mache die Top 4 mit Burmadame, ändert sich nicht. Dann gehe ich auf Google, gebe ein Burmadame, Formen ändern. Man kann nur die Form ändern von Burmi. Sobald du es entwickelst, kannst du die Form nicht ändern. Ah, da kriege ich so ein geiles, zufälliges Nummer 4 Burmi und dann mache ich es nicht zur richtigen Form und entwickle es dann, weil ich dachte, komm, ihr dachtet das alle. Ich meine, jetzt, wo ich es dann gelesen habe, dachte ich mir, okay, wow, ich glaube, das hatte ich sogar mal gelesen. Ich habe halt bis jetzt alle meine Burmis immer zuerst die Form gewechselt und dann entwickelt. Aber das war reiner Zufall, dass ich das so gemacht habe. Und jetzt habe ich rausgefunden, Burmadame kann die Form nicht wechseln. Was ist das denn? Also ein wundervolles, zufälliges Burmi, was mir nichts bringt. Ich brauche immer noch ein pinkes Burmadame. Hätte ich auch nicht gewusst. Jetzt wisst ihr es. Burmi kann die Form ändern, Burmadame nicht. Das ist so unlogisch, aber es ist doch wirklich unlogisch. Warum sollte das so sein? Nervig.
Glückwunsch zu deinem Shiny Bomber Dame. Das ist ein großartiger Erfolg. Ich hoffe, dass das die richtige Form hat, die du noch brauchtest. Nein. Gut, dass ich die in PLA suche. Ja, da haben sie immer die Richt. Deswegen, wahrscheinlich deswegen, weil meine sind ja auch alle aus PLA und eins eben aus Go. Und ich glaube, eins gehört nicht mir, das ist von jemand anderem. Das müsste ich auch ersetzen. Das ist, glaube ich, ein Sandburmi. Aber ey, so lernt man dazu. Burma-Dame kann man nicht ändern. Warum? Aber ansonsten, wenn ich jetzt noch dieses Hornweisel habe, was ich schnell kriege, dann habe ich auch den BDSP-Dex perfekt. Und dann fehlt mir nur noch Let's Go. Dafür muss ich es neu anfangen und die Exclusives fangen. Das mache ich im Urlaub. Dann habe ich jeden Pokédex in Pokémon Home perfekt. Bis auf Pokémon Go, das zählt nicht. Du konntest die Entwicklung auch nicht mehr resetten? Nee, ich habe das ja auf Home übertragen und rüber getan und darüber getan. Nee. Nein. So, nach dem Stream packe ich. Nachdem ihr alle gestern gefragt habt, hast du schon gepackt? Ich habe immer noch nicht gepackt. Es gibt keinen Grund. Was darf ich nicht vergessen, Leute? Kondome. Kondome. Falls es ein bisschen zu wild wird mit den Bros. Alle war legit, nur ich? Nee. Auch andere haben gesagt, sie hatten schon längst gepackt. Buttplug, korrekt. Falls es zu wild wird mit den Bros. Du packst ja auch nur für dich. Das stimmt, ja. Wann packst du? Heute Abend? Toskana. Vor über 10 Jahren waren wir zu 8 oder sowas in der Toskana in einem Haus. Das war mega cool mit Pool und halt jeder ein eigenes Bett, also ein riesiges Haus. Mitten auf einem Berg. Komplett entfernt von jeglicher Zivilisation. Und wir haben exakt das gleiche Haus wieder gebucht, jetzt irgendwie 12 Jahre später. Gleiche Mannschaft fast. Nicht jeder hatte Zeit. Andere sind dazu gekommen. Wie lange bist du weg? Bis am 17. bin ich wieder da. Weiß jemand auswendig, wie viele Nebenmissionen es in PLA gibt? Um die 150, glaube ich. Ich wollte sagen Badehose, aber das scheint bei euch nicht wichtig zu sein. Doch es ist ein Mädel dabei, was ich gar nicht kenne. Ich kenne die gar nicht. Viel Spaß. Oh je, meine. Super vielseitig in Survival-Situationen. Stimmt. Man kann es aufbreiten und reinregnen lassen. Und dann hat man ein Behältnis. Sie hält die Kamera. Oh Gott. Ich habe 2 Kinder. Wenn ich packen muss, dauert das ein bisschen länger. Ich muss allein schon eine Liste dafür Wochen vorher anfangen, weil mir immer wieder was einfallen wird. Ich habe, glaube ich, mal einen TikTok gesehen, wo jemand eine Excel-Tabelle gemacht hat, die er dann auch veröffentlicht hat, für die perfekte Packliste zum Abkreuzen und auch verschiedene Größen an Gepäck und sowas. Also eine perfekte Packliste. Aber ich brauch sowas nicht. Nee, Badehose. Ich nehme aber kein Handtuch und kein Bettzeug mit. Weil das passt nicht mehr rein. Ich muss dahin fliegen. Das soll mir jemand mitbringen. Oder vielleicht hat das Haus welche. Entertainment-mäßig habe ich mir schon ein paar Serien und Filme auf mein Handy geladen.
Ich nehme meinen DS mit für Transferkräfte grinden. Meine Switch für Let's Go Pikachu. Den DS auch für Shiny Giratina. Mein Kindle mit Stephen King Büchern. Powerbank. Kopfhörer. Das war's. Und dann nur noch eine Unterhose. Wann ist denn das nächste Snow Warrior, wo der Dito mitmachen wird? Ja, es ist Snow Wild 7. Hallo These. Ich bin da raus. Komplett raus jetzt. Okay. Arctic Warrior, so hieß es. Die Bubble ist dir jetzt wieder zu weird. Okay. Besser ist es. Raus da. Lieber mit Ronny Berger durch die Alpen radeln. Im Tandem. Wie heißt ein Fahrrad mit drei Leuten? Heißt es immer noch Tandem oder Tridem? Was soll das eigentlich? Warum bist du bis zum Ende von meinem Urlaub weg? Ich kann nichts dafür, wenn ihr komische Urlaube plant. Ich hab schon seit Wochen, sage ich, wann ich weg bin. Plant doch mal um meinen Content rum. Außerdem hast du dann Urlaub und kannst mal was Gescheites machen. Verreise. Geh ins Kino. Fang 4 Shinies an 4 Tagen. Noch eine Stunde, dann kann ich die Honigbäume in Platin abwandern. Für 5 Minuten. Und dann wieder 6 Stunden später wieder von vorne. Freya, viel Erfolg. Auf dass ein Mamfaxo auf deiner Seite ist. Aber was ist mit Atomreaktor? Ich soll einen kleinen mitnehmen. Ja. Was könnte ich noch mitnehmen? Die anderen haben schon irgendwie irgendwelche Google-Links von krassen so Badeinseln. So aufblasbare, riesige Badeinseln zu dritt mit Getränkehalter und Fernsehvorrichtung. Und ich komme mit meinem Kindle und lieg in der Ecke und lese. Letztes Mal waren wir dann in Pisa. Und wow, ist Pisa langweilig. Ist halt ein Turm, der ein bisschen schief ist. Mehr als den Turm kann man da echt nicht anschauen. Da ist einfach nix. Wart ihr schon mal in Pisa? Habt ihr ein cringy Bild gemacht? Ja. Passt schon. Ja, ist nur der Turm. Ist eigentlich nur so eine Sache, wo man aussteigt, wenn man dran vorbeifährt oder so. Ja, ich war einmal in Pisa und reicht für 10 Leben. Man weiß nie, wann man gefährliche Metallgegenstände davon abhalten muss, sein Herz anzugreifen, weil die in einem drin sind. Ergo ist der Atomreaktor als Energiequelle ganz gut. Was? Zitierst du irgendwie die Fallout-Serie, die ich noch nicht gesehen habe? Oder? Okay. Einfach in eine kleine Nebenstraße sich in Pisa setzen und Wein trinken. Wein. Olli hat's verstanden. Okay, es muss irgendwas mit Fallout zu tun haben, oder? Spoiler! Du hast die Fallout-Serie nicht gesehen. Ach, Iron Man. Ach so. Okay, dann verstehe ich's auch. Ich habe gestern lange gegoogelt nach einem USB-C-Batterie-Mod für den GBA hier, dass ich keine Batterien mehr hier reintun muss.
Aber kurz bevor ich gekauft habe, habe ich mich dann doch wieder umentschieden. Weil so ein Ding kostet doch wieder 40 Euro. Das wäre schon cool. Aber ich benutze es halt wirklich nur für Deoxys. Und bis das angekommen ist, habe ich schon alle Deoxys, selbstverständlich. Weil heute kommt das dritte. Und dann machen wir kurz weiter und dann ist das vierte da. Ich meine, das vierte muss ultraschnell kommen. Bei was für einem Schnitt sind wir denn inzwischen? Wieder nachrechnen. Dreiundzwanzig, sechs, fünf, sechs plus neun, acht, sieben, sechs plus vier, drei, eins, neun ist gleich 37.000 durch drei, 12.000. Wir sind noch gar nicht so viel über dem Schnitt. Wir sind bei 12.000. Hoffnung stirbt zuletzt, genau. Wir sind beim Schnitt von 12.000. Das ist schon hart. Vielleicht ist ich meine, können wir nochmal durchgehen, ob ich wirklich irgendwas falsch mache? Die Batterien sind alle vier nicht leer. Sonst würde hier am Anfang die Nachricht kommen, oder? Oder kommt bei Feuerrot, Blattgrün keine Nachricht am Anfang? Vor allem, ich habe ein Shiny auf der japanischen Version gefunden. Aber es sind drei verschiedene japanische Spiele. Und selbst wenn mal die Batterien leer waren, sobald man eine neue Batterie reintut, sind die Shiny Frames wieder random. Nur die Beeren sind für immer leer, wenn die Batterie mal leer war. Aber die Shiny Frames sind wieder da. Falls jemals die Batterie leer war bei denen und die ersetzt wurde, was ich sogar glaube. Ich glaube, bei einem habe ich sogar die Batterie ersetzt. Capikachu kommt auch nicht, falls dir das hilft. Wie viel bist du schon? Und links oben ist ja wirklich mein deutscher Spielstand, den ich gespielt habe, um Incognito zu fangen. Dann auf die Insel. Auf dem ganzen Spielstand habe ich noch nie einen Deoxys überhaupt gefangen. Also der deutsche Spielstand muss am sichersten sein. Hast du schon mal gecheckt, ob jedes Mal wirklich unterschiedliche Deoxys sind? Ja, das sehen wir auch direkt hier. Wenn man hinguckt. Manchmal checke ich das Wesen in Solo-Dynamax-Abenteuer, nur um sicher zu gehen. Ja, guck mal, aber hier ist es noch viel einfacher zu checken. Ah ne, Moment, hier sieht man es nicht. Stimmt, ich müsste sie kurz fangen. Man sieht ja die KP-Zahl nicht. Aber, ich meine, wir können es einmal kurz machen. Das Nervige ist, ich muss dann von der Insel runter. Machen es einmal schnell. Meisterball, Pokéball, fuck. Meisterball. Vielleicht bleibt sie ja im Pokéball drin. Halt, 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 halt. Schnell, 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 schnell. Blattgrün, Verteidigungsform, Feuerrot, ne? Das ist alles richtig. Ich muss dann nur zu einem Pokémon Center fliegen. Und ich kann von hier aus, glaube ich, nicht fliegen, ne? Nee, das ging immer nicht. Man muss das Boot nehmen. Krass, wie viel. Der japanische Text ist. Waren zwei Textboxen gerade. Aber wir sehen allein an der KP-Zahl schon, dass die unterschiedlich sind. Aber ja, das Wesen können wir auch anschauen. Warum ist jetzt dieser eine Mensch? Nein, 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 nein. Oh Gott. Fuck me. Aha.
Schöne ist, dass ich die Übersetzung links habe und dann sehe ich bei allen, wo wir sind. Okay, hier ist das Deoxys. Hier ist ein Deoxys. Dieses Deoxys hat das Wesen zaghaft. Ich meine, das muss anders sein, aber die anderen drei, das ist interessant. Und die sind hier. Warum sind die unteren beiden gleich? Warum sind die unteren beiden gleich? Oh nein, ist das andere anders? Hä, aber warum sollten die gleich sein? Ja, macht was keinen Sinn. Wo steht das Wesen? Da sollte doch das Wesen stehen und die Zeichen sind exakt gleich. Warum sind die alle gleich? Hä, das macht keinen Sinn. Ihr wollt mir nicht sagen, dass seit 23.000 ich nur mit zwei verschiedenen Deoxys mache. Hä? Aber das macht keinen Sinn. Warum sollten die gleich sein? ID-Nummer 11634, 11634. Warum ist die ID-Nummer gleich? Ah doch, ja, die ist gleich. Liegt es an der ID? Hä? Was ist anders zu dem, was ich davor hatte? Aber was ist anders? Leute, wir resetten trotzdem immer zwei Deoxys. Ist alles gut. Und wir hätten drei Shinies auf einmal gekriegt. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich habe links unten das Shiny bekommen. Dann habe ich es übertragen. Ne, wir sind trotzdem bei 23.000. Ich hab's übertragen auf Gen 4, auf Gen 5, auf Home. Dann habe ich einfach nur die ID geändert von dem Spielstand. Damit sie nicht alle die gleiche ID haben. Du hast auch immer nur zwei gesehen und nicht vier, ergo die Hälfte. Ja, aber ich muss mich ja dafür bestrafen. Ich kann ja nicht jetzt sagen, ach, wir machen 10.000 weg. Das wäre ja dann keine, das wäre ja dann, das muss, wir müssen das doch bestrafen, dass ich keine Ahnung habe. Ich verstehe nicht, was, warum? Müsste ich einfach nur, vielleicht muss ich einmal speichern. Aber das habe ich. Ich habe den Spielstand resettet quasi. Neue ID gegeben. Ah genau, ich habe den Speicherstand draufgeladen, bevor ich das Deoxys bekommen habe. Und habe dann die ID geändert, so. Ich habe nicht mal irgendwie das Deoxys-Event wieder herbeigecheatet, sondern ich habe einfach den Speicherstand wieder drauf, bevor ich das Deoxys gefangen habe. Und dann habe ich die ID geändert. Und diesen Speicherstand habe ich auf all drei übertragen. Das war aber schon davor so. Also das Übertragen von einem Speicherstand auf drei Spielstände sollte nicht die gleichen Frames machen. Weil so habe ich es davor gehabt und da hatte ich es ja getestet. Ich habe das gleiche gemacht wie davor, nur dass ich die ID geändert habe. Warum? Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall gerade. Vielleicht haben wir den krassesten Zufall. Also vielleicht fixe ich das, indem ich die ID bei allen drei unterschiedlich mache.
weil die ID berechnet ja die Shiny Frames. Aber das macht keinen Sinn, weil davor waren die IDs auch bei allen drei gleich. Warum ging es dann davor? Noch ein Test? Ja, das wäre schon krass. Das ist schon krass. Vor allem das obere rechts ist ja nur anders, weil es die Verteidigungsform ist. Deswegen sind die Stats unterschiedlich. 53 und 130? Warum so krass unterschiedlich? Ach krass, ja. Angriff und Verteidigung sind komplett... Boah. Hä? Mauri ist empört. Naja, du hast nicht vorgeschlagen, ob das ich es überprüfen soll. Du hast nur gesagt, ich mache was falsch. Aber kann mir einer erklären, was ich falsch mache? Vielleicht durch das ID-Ändern ist simuliert, dass die Batterie leer ist? Vielleicht sollte ich nochmal davor speichern? Vielleicht sollte ich unterschiedlich viel Zeit vergehen lassen? Aber dann hätte ich Angst, dass ich... Nee, das wäre trotzdem das Gleiche. Quasi bei einem Speichern nach einer Minute, beim anderen Speichern nach zwei, nach drei und so weiter. Soll ich es nochmal machen? Aber es kann nicht sein, dass das Zufall war gerade. Aber ich verstehe nicht, warum. Es macht keinen Sinn, warum. Weil ich habe nichts anders gemacht als davor. Und davor hat es ja geklappt. Davor habe ich das getestet und sie waren alle unterschiedlich. Und ich habe nur den Speicherstand resettet und die ID geändert. Warum kann man eigentlich hier nicht sehen, wie viel? So, jetzt nennen wir sie alle komisch. Wie wird hier nochmal Shininess bestimmt? Shiny Frames, wie immer. Das Spiel wird gestartet und resettet komplett neu. Also jeder Spielstart resettet, wo ein Shiny erscheint. Jetzt gerade ist der Shiny Frame bei 10.397 und beim nächsten Reset ist der Shiny Frame bei 8.000. Beim nächsten bei 4.000. Und ich muss den irgendwann kriegen, dass er in den ersten Stellen ist und ich in dem Moment A drücke. Wenn die Batterie leer ist, wobei bei Feuerrot, ich weiß, dass es bei Saphir und Rubin so ist, wenn da die Batterie leer ist, dann sind die Shiny Frames nicht mehr random. Aber bei Feuerrot und Blattgrün? Mann. Aber ich weiß auch, dass ich das getestet habe, nachdem ich das... Ich bin so verwirrt, weil ich habe natürlich das schon getestet mit dem neuen Spielstand hier. Ich hatte die einmal alle gefangen und geguckt. Hier. Hilfe. Ach Gott. So. Also oben links ist klar. 132 Angriff. Solo. Ja. Unterschiedlich. Da ist nicht unterschiedlich. Hier ist unterschiedlich. Hä? Erklärt's mir! Aber die Fähigkeiten sind nicht unterschiedlich, oder? Oder stehen die anders im Japanischen? Die sollten noch da stehen und es sind exakt die gleichen Zeichen. Item. I don't get it. Das Wesen ist gleich. Aber die Stats sind unterschiedlich. Dritter Test.
Aber warum ist das... Nee, das Wesen ist unterschiedlich. Das erste Wort ist das Wesen. Das Wesen ist auch unterschiedlich. Ja, die sind alle drei unterschiedlich. Ha! Ist doch kein Fehler. Okay. Eine Erklärung wäre, dass mein GBA gerade nicht gleichzeitig A gedrückt hat. Und davor haben wir zufällig exakt gleichzeitig A gedrückt. Aber das kann doch nicht sein, dass ich gerade drei exakt gleiche Deoxys getroffen habe. Das kann doch auch nicht sein. Kann nicht sein. Okay, noch ein Test. Ich habe das natürlich getestet. Riesenzufall. Ich glaube eher, dass... Es kann einfach sein, dass alle drei gleich sind. Nur jedes Mal, manchmal drücken alle drei Spiele gleichzeitig A und manchmal ist es halt ein Frame unterschiedlich, wie A gedrückt wird. Ich halte meine Hand ganz nah an die GameCubes und drücke A. Und es sieht ziemlich... Ja, schaut, die unteren beiden wackeln unterschiedlich. Das heißt, es war nicht der exakt gleiche Moment. Daran kann es liegen. Also vielleicht sorgt die ID dafür, dass die Shiny Frames immer gleich sind. Aber dadurch, dass der Controller nicht perfekt im gleichen Moment A drückt, sind es immer andere. Nur trotzdem ist der Seed... Trotzdem wären es unterschiedliche, weil ich hätte zwar überall den gleichen Seed, aber ich treffe drei verschiedene Frames im gleichen Seed. Was auch nicht schlecht ist. Kommt auf die gleiche Chance. Also es ist die gleiche Wahrscheinlichkeit dann. Komm, das obere muss ich nicht mal fangen. Wir probieren es noch einmal. Wenn es jetzt wieder gleich ist, dann... Aber wir haben gesehen, dass die unteren beiden unterschiedlich gewackelt haben. Das heißt... Ich habe definitiv verschiedene Frames getroffen. Das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, mache ich bei allen drei die ID unterschiedlich. Weil nur daran kann es liegen. Dass die ID und die OT, also die ID und die Secret ID, die sind ja bei allen gleich. Und das berechnet ja die Frames. Aber ich dachte trotzdem, dass da beim Berechnen der Frames noch ein Zufallswert mit dabei ist. Aber es kann sein, dass es wirklich immer nur von der ID und der Secret ID berechnet wird. Aber trotzdem muss ein Zufallswert dabei sein. Weil so funktioniert es, wenn die Batterie leer ist. Dann nimmt er einfach ID und Secret ID und daraus entstehen die Frames. Sobald die Batterie nicht leer ist, ist immer ein Random-Faktor mit dabei. Es kann nicht sein, dass es an der ID liegt. Es kann ja auch nicht sein, dass ich gerade dreimal Glück hatte. Oder Pech hatte. So, jetzt checke ich direkt die. Hallo, Sellet. Unterschiedlich! Es ist unterschiedlich! Es ist unterschiedlich! Es ist unterschiedlich! Das Wesen ist auch überall unterschiedlich. Erklärt mir, wie ich gerade drei gleiche Deoxys hatte. Es kann nicht sein, dass ich drei gleiche hatte. Das muss daran liegen, dass ich den gleichen Frame auf drei Spielen getroffen habe. Die Spiele haben doch keine Batterie mehr, oder? Wie meinst du? Haben Feuerrot und Blattgrün keine Batterie? Die haben keine. Oh, das heißt, die Batterie kann gar nicht leer gehen. Aber sie ist ja auch nicht leer, falls eine drin wäre. Das ist fast ein Video wert. Ja, das kommt natürlich ins Deoxys-Video rein. Also danke für sagen, ich soll nochmal überprüfen. Aber ich meine, ich kann jetzt ewig noch weiter überprüfen. Ich glaube, 2 von 3 ist gut. Aber es zeigt auch, dass es sein kann, dass alle drei gleich sind. Aber es kann sein, dass die drei nicht gleich waren, sondern nur zufällig das gleiche Wesen hatten. Und das gleiche Wesen, aber dann die IVs auch noch gleich. Ja, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
3 Frame Perfects gleichzeitig. Aber selbst das dürfte nicht dafür sorgen. Weil die Frames werden jedes Mal gerandomized am Anfang. Jetzt werden die Frames gerandomized. Wie kann ich sicher gehen, dass es wirklich immer 4 unterschiedliche sind? Ich meine, 2 von 3 war es gerade. Warum hast du eigentlich eine deutsche und 3 japanische Version? Weil Deutsch viel, viel teurer ist. Ich will nicht so viel Geld ausgeben für 4-mal das gleiche Spiel. Deswegen habe ich japanische gekauft. Die kosten nur 30 Euro. Und nicht 100. Wie hoch liegt die Chance dafür, 3 Pokémon mit den gleichen IVs und dem Wesen zu bekommen? Unfassbar. Unfassbar gering. Ich glaube, geringer als Shiny. Oder? Jeder IV-Wert gleich und jedes Wesen gleich. Hallo Jessie-chan. Aber ich... Deswegen, es kann nicht sein, dass alle 3 gleichzeitig waren. Es muss an der gleichen ID liegen. Und dass ich selten den gleichen Frame treffe. Vielleicht umso länger ich warte. Mal schauen. Schau, die wackeln unterschiedlich. Die wackeln alle 4 unterschiedlich. Das heißt, ich habe zu verschiedenen Millisekunden A gedrückt. Wobei wir nicht sicher sein können, dass jeder IV-Wert gleich ist. Ja, stimmt. Level 30 ist zu wenig. Aber Level 30 ist hoch genug, um relativ sicher zu sein. Ist es nicht trotzdem 1 zu 8192? Nee, weil 8 zu 8192 ist ja schon 3 zu 24.000, glaube ich. Oder 4 zu 32.000. Das heißt, du müsstest 1 zu 32.000, oder? Also wenn alle exakt gleich sind, also jeder einzelne Wert, IV und Wesen und alles, dann ist es, glaube ich, 1 zu 32.000. Oder ist es nicht 64.000? Gibt es nicht 64.000 Möglichkeiten mit allen IVs? Weil ich weiß, irgendwann hat sich das ja auch geändert. Also die ID zumindest. Die ID ging ja irgendwann nur bis zu einem gewissen Punkt und jetzt geht sie bis 99999. Aber die ID ist ja fix. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall mehr als 1 zu 8000. Du hast genau in dem Moment geguckt, wo der Zufall auftritt. Die Chance ist doch fast null. Eben. Das kann ja nicht sein. Aber ja, wir wissen nicht, ob die exakt gleich waren, weil wir sehen die IVs nicht. Aber allein schon alle 3 Wesen zu treffen, die gleich sind, ist krass. Wie viele Wesen gibt's? 20? 15? Dann ist es 15 mal 15 mal 15. Oder 15 mal 14 mal 13? Nee, 15 mal 15 mal 15. Egal. Auch hoch genug. Bist du an einem dran oder an mehreren? Ich habe schon 2 Shiny Deoxys, ich brauche immer noch 2. 25 Wesen? So viele? Ja, es sind viele. 25. Dann war meine Frage doch nicht so doof oder wollte da eigentlich schon bei 20k fragen? Nee, deine Frage war nicht doof. Also, ich habe ja die ganze Zeit selber mich hinterfragt. Also, was kann ich falsch gemacht haben? Aber ich habe überprüft, ob alle unterschiedlich waren. Das war entweder gerade ein krasser Zufall, dass 3 gleich waren. Oder es sind wirklich überall die gleichen Shiny Frames, die gleichen Frames. Und manchmal erwischen wir den gleichen und meistens nicht. Deswegen nach dem Urlaub werde ich die ID von allen unterschiedlich machen. Dann kann es nicht der gleiche Frame sein. Es kann jetzt schon nicht der gleiche Frame sein. Aber ich kann mir auch nicht erklären, dass ich 3 Spiele, die
das ziemlich gleiche Deoxys kriege. 25 Wesen. Also wäre dreimal das gleiche Wesen zu kriegen, 25 mal 25 mal 25, oder? Nee, ist zu viel. Das ist mir alles zu mathematisch. Hilfe, Mathe. So oder so, sie sind unterschiedlich. Solange sie unterschiedlich sind, aber trotzdem wäre es... Ja, es kommt aufs Gleiche drauf an. Es kommt aufs Gleiche drauf raus. Ob ich jetzt drei unterschiedliche... Frames. Seeds. Ob ich jetzt drei unterschiedliche Seeds habe und darauf warte, dass einer von denen am Anfang einen Shiny Frame hat. Oder ob ich dreimal den gleichen Seed habe und alle drei jeweils mit einem Frame Abstand treffe, es kommt das Gleiche raus. Ja, wenn ich dann zufällig drei, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich perfekt gleich waren. Es wäre nicht logisch. Außer, ich verstehe irgendwas nicht an Feuerrot und Blattgrün. Die haben keine Batterien, okay. Daran erinnere ich mich jetzt auch wieder. Aber es gibt nichts, wo man in Feuerrot und Blattgrün drauf aufpassen muss. Es ist einfach, stell dich vor, ein Pokémon reset ist. Es ist nicht wie bei Saphir und Rubin musst du aufpassen, dass die Batterie nicht leer ist. Und bei Smaragd ist es egal, ob die Batterie leer ist, die Frames sind fix. Ihr wollt über Essen reden? Dann sagt euren kritischsten Take über Essen. Außer Eistee, Ketchup, Ananas und Pfannkuchen. Die kennen wir schon alle, die Takes. Spargel ist overrated. Ich glaube nicht, dass Spargel überhaupt rated ist. Gibt es Leute, die sagen, Spargel ist das Beste? Ich glaube, es gibt nicht so viele. Spargel ist okay, Spargel kann man mal essen. Aber ich glaube, ist die Welt der Meinung, dass Spargel großartig ist? Gibt es? Grüner Spargel ist schon nice. Ja, Spargel ist schon nice, aber es ist jetzt, wenn jetzt die Welt sagen würde, hey, Spargel muss abgeschafft werden, jeder Spargel wird vernichtet, dann würde ich auch sagen, okay. Ich meine, außer die Spargelbauern, die würden wahrscheinlich auf die Straßen gehen, weil die keinen Job mehr dann haben, aber ansonsten als Konsumenten wird da irgendjemand sagen, oh nein, Spargel. Weiß jemand, welche Pandier auf Form übertragbar sind? Nur ein Pandier, das du nicht auf der Switch gefangen hast. Also wenn du ein... Also sowieso gibt's Pandier nur in BDSP und das kannst du nicht übertragen. Aber wenn du ein Pandier in Oras hast oder in Gen 4, dann kannst du das übertragen. Und von Go kriegst du auch nicht auf die Switch. Das von Go kriegst du auch nicht auf die Switch, ja. Weg mit dem Spargel. Alle Großmütter würden protestieren. Zum Glück ist Pandia nicht im... Ah ne, Pandia ist Gen 3. Weil Pandia ist nicht im Sinnoh-Pokédex. Das wäre nämlich asozial, wenn Pandia im Sinnoh-Pokédex ist und benötigt wird in Home für einen Pokédex-Eintrag und du kannst es nicht übertragen. Aber Pandia ist Gen 3, ja. Doch, Pandia ist im BDSP-Dex. Nur im nationalen Dex, nicht im Sinnoh-Dex.
klar, Pandir ist im, gehört zu den 400 Pokémon, die in BDSP drin sind, aber nicht im Sinnodex. Sonst hätte ich ein Problem. Ich habe den jetzt die Tage oft genug angeschaut. Software. BDSP. Hier. Da ist kein Pandir dabei. Das ist der Dex. Und mir fehlt nur noch... Was ist so hell? Mir fehlt nur noch... Honweisel. Kommt das sogar noch nur über einen Schwarm, nachdem er den Nattex bekommen hat? Ja. Pandir ist ein Schwarm. Mon. Hallo bezaubert. Tschüss bezaubert. Unverschämt. Wiederum sind Klöße underrated. Sind eigentlich Klöße nur in Suppen? Oder sind für euch komische Nicht-Bayern Klöße auch außerhalb der Suppe? Für mich ist ein wobei Kloß. Wie heißen die anderen Dinge? Beides sind Klöße. Moment mal, wie nennen wir das? Schweinsbraten mit Kloß. Eigentlich schon ein seltsames Wort, Kloß. Klöße, Kloß. Wie heißt der Unterschied nochmal zwischen den gelben und den braunen? Knödel, genau, Knödel. Nennt ihr Knödel Klöße? Weil für mich sind Knödel und Klöße zwei verschiedene Sachen. Knödel, klar, Schweinsbraten mit Knödeln. Großartig. Aber ein Kloß schwimmt in der Suppe drin. Oder? Für mich ist ein Kloß in der Suppe. Jetzt kommt Shiny, hab Glück eingelöst. Drei Shinies. Die Brät- und Leberknödel halt. Sind Klöße nicht kleiner? Also die in der Suppe? Semmelknödel? Ich kenne Brätknödel, kenne ich nicht. Aber Leberknödel und Semmelknödel, genau. Dann gibt's noch Germknödel. Kartoffelknödel haben bestimmt auch eine Daseinsberechtigung. Ich habe einmal Kartoffelknödel selbst gemacht. Also wirklich komplett selbst. So Kartoffeln. Eine Hälfte gekocht, eine Hälfte roh. Geschabt. Zum Kloß gemacht. Hat nicht gut geschmeckt. Jeder sagt, jedes Rezept sagt super einfach. Ich fand es gar nicht einfach. Leo sagt sie Brezel oder Breze? Breze. Brezel ist das Kleine. Breze ist eine Breze und Brezel ist das Kleine, was quasi so ein Snack ist. Die trockenen Dinger. Und in Amerika sagt man Brezel zu allem. Brezel. Und dort sind aber auch Brezen komplett anders. Das ist ein anderer Teig, sehen anders aus. Keine Ahnung, wie die schmecken. Aber die sind anders. Brezel, genau. Aber Brezel ist das Kleine. Brezel ist das Große. Dazu sagen sie Brezen. Ich bin Münchner, kein Bayer. Hallo. Brezen. Die kennen kein Laugengebäck. Die kennen gar kein Gepäck. Die kennen nur Weißbrot. Abrezka. Abratzen. Ah, stimmt. Es gibt auch so Klöße in so einer... In so einer Sahnesoße, Pilzrahmsoße mit Klößen, das sind dann so kleine Klößchen. Ja. Aber ist trotzdem was anderes als Knödel. Versuchen wir mit dem Schiff wieder wegzufahren, speichern, zurück und das Rätsel neu zu machen und dann zu speichern. Aber was soll das ändern? Ich habe ja bewiesen, dass es unterschiedliche Deoxys sind. Wie soll ich denn jetzt... Ich müsste das jetzt 50 Mal machen, um zu sehen, wie oft von den 50 Mal das Deoxys gleich ist. In der Zeit habe ich das schon ganz oft resettet. Vielleicht geht der Growth Screen dann weg? Nee, der geht nicht weg. V
Feuerrot und Blattgrün haben immer den Tagebucheintrag. Kriegst du nicht weg. So schlimm ist er auch nicht. Wir könnten einmal trotzdem zurück ein Pokémon aus dem Team nehmen, damit Deoxys immer im Team ist und wir es schneller überprüfen können, ob es unterschiedliche sind. Ich freue mich schon auf August, wenn ich das erste Mal in München bin. Was willst du in München machen? Du musst in den Olympiapark, wenn schönes Wetter ist. Wenn schönes Wetter ist, gehst du auf den Olympiaturm. Weil wenn du oben auf dem Olympiaturm bist, siehst du komplett 360 Grad alles. Und du siehst, wenn gutes Wetter ist, die Alpen auch. Es sieht wunderschön aus. Adele-Konzert. Okay, aber auch Olympiaturm, wenn das Wetter schön ist. Dann kannst du da auch, keine Ahnung, mit Schwänen zusammen im See schwimmen, wenn du Bock hast. Und dann Englischer Garten, wenn du Bock hast. Wenn du ein bisschen Museumskultur willst, dann gehst du in die Pinakotheken. Alte Pinakothek ist halt, moderne Pinakothek, finde ich, ist das Coolste. Aber du kannst auch in die neue Pinakothek oder alte Pinakothek. Aber das sind halt dann so typische, diese alten Gemälde und so. Geburtshaus von Leos Mind anschauen, ja. Bin da von Donnerstag und fahre Sonntag heim. Schau, 4 Tage. Wenn schönes Wetter ist, dann lohnt sich wirklich der Olympiaturm. Erstens, der Park, Olympiapark, ist sehr, sehr schön. Und wenn du auf dem Turm bist, der Ausblick ist echt krass. Ansonsten Museen sind es wirklich die Pinakotheken oder das Lehmbachhaus oder vielleicht gibt es irgendwas Aktuelles zurzeit. Das Haus der Kunst ist auch immer cool, das sind eher so die freaky Sachen. Ansonsten München selber, ich meine Marktplatz, klar. Um 12 Uhr das Glockenspiel anschauen, ist aber nicht so toll. Spielzeugmuseum, auch nicht so toll. Hallo Radqua. Es gibt interessante Touren. Es gibt so eine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, so eine Nachtstour, da geht man abends hin und dann ist es so ein Nachtwächter, der dich durch München führt. Ich glaube, es ist einfach eine normale Tour durch die Münchner Innenstadt und die zeigt dir dann die Druckeberger Gasse. Das ist so eine Gasse, die mit goldenen Steinen, das ist quasi, damals zur NS-Zeit mussten alle, wenn man an dem, ich weiß die Namen nicht von den Gebäuden. Wenn man an einem Gebäude vorbeigegangen ist, musste man immer den Gruß machen. Und die quasi gegen das Ganze waren, sind die Drückeberger Gasse gegangen. Das ist so eine kleine Gasse hinter diesem Gebäude. Und die ist so golden, mit goldenem Boden. Oder halt so Kupferboden, was dann golden aussieht. Solche Sachen werden dir dann gezeigt und erklärt. Viktualienmarkt ist schön für überteuerte Kostbarkeiten. Gibt es einen Stand, der verkauft nur Käse oder nur Honig? Da gibt es lecker Ramen. In jeder Hauptstadt gibt es krasse, authentische Lokale. Ich weiß von einem guten Ramenort, wenn es den auch gibt. Wenn du da reingehst, sind auch alle Wände sind voll tapeziert mit Mangas. Sieht ganz cool aus. Und ja, der Ramen, also ich kenne 2 gute Ramen. Der eine ist beim Sendlinger Tor. Und der andere ist beim Viktualienmarkt. Und quasi sehr nah beieinander. Der eine ist, glaube ich, authentischer und der andere hat halt diese Manga-Sachen überall an der Wand kleben. Da sieht der Laden cooler aus. So halt hip. Schmeckt auch. Es schmeckt beides, sagt er sich. Oder war das hier in Dublin? Nee, das war dort. Nee, hier in Dublin war das mit den Mangas. Der andere ist aber trotzdem am Sendlinger Tor. Radqua, du bist ein Horrerba. Ansonsten, wenn du authentisches chinesisches Essen willst, gibt es zum Beispiel Hot Pot. Ich glaube, das heißt sogar Dragon Hot Pot. An der Bayerstraße. Das ist halt Hot Pot.
ist ziemlich geil. Aber es gibt auch Leute, die Hotpot nicht mögen. Hotpot ist quasi, du hast da ein Buffet. Kannst dir am Buffet all die rohen Materialien holen, das Rohmaterial. Und dann hast du an deinem Tisch einen riesigen Pot. Der ist scharf oder nicht scharf. Kochend heiß mit halt Gewürzen drin. Und dann machst du in diesem Hotpot dein Essen. Manche mögen das halt nicht, weil du selber dein Essen machen musst. Und vor allem eine der wichtigsten Sachen an chinesischem Essen ist das Gewürz. Und das musst du dann auch selber machen. Und ich sag dann immer, Rosa, kannst du mir ein Schälchen machen mit so, wie es schmecken soll? Weil ohne das schmeckt es halt einfach nach den rohen Materialien, nach den rohen Zutaten. Deswegen, wenn man Bock hat, sich Essen selber zu machen, dann ist es cool. Wenn du aber nicht die Inspiration hast und einfach nur das Essen reintunkst und isst, dann wird es nicht so geil schmecken. Du musst wirklich selber kochen, aber das ist das Ganze, das ist halt das, die ganze Experience an Hotpot. Aber ja, das ist, glaube ich, der Hotpot-Place, Bayerstraße, in der Nähe von der Bayerstraße. Ich glaube, es ist nicht selber die Bayerstraße, aber in der Nähe von der Bayerstraße ist Hotpot Dragon oder sowas heißt es. Es gibt einen sehr guten Inder. Swagat heißt der. Swagat heißt willkommen. Swagat, S-W-A-G-A-T. Swagat, der ist beim Prinzregentenplatz. Ey, ich kenne mich voll gut aus. Fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade auf. Jesse Chan, du bist ein Quappo. Aber ich war auch... Ich lebe seit 5 Jahren nicht mehr in München. Das kann auch alles weg sein und woanders sein. Komisch, ich habe immer bayerisch gegessen in München. Wenn du bayerisch essen willst, dann geh einfach auf den Marienplatz und geh in ein Lokal rein. Augustinerkeller, Ratskeller. Alles teuer natürlich am Marienplatz, aber es ist alles gut. Weil bayerisches Essen ist nicht schwer zu machen. Das ist wie in Italien, egal in welches italienische Lokal du gehst, du wirst eine gute Pizza und eine gute Pasta finden. Und wenn du in Bayern in ein bayerisches Lokal gehst, wirst du ein gutes bayerisches Essen kriegen. Es gibt bestimmt auch schlechte natürlich. Moment, ist da nicht dann, wann hast du gesagt, gehst du dahin? Ist da nicht Oktoberfest zu der Zeit? Geh zum Oktoberfest. Welche Küche ist schon schwer außer französische Sterneküche? Ich glaube, Sushi ist schwer, dass es richtig gut ist. Ende August, zu früh. Asiatische Küche kann, glaube ich, sehr schwer sein. Wo soll ich meinen Dirndl mitnehmen? Wenn es ein richtiges Dirndl ist und kein so ein Cosplay-Ding. Ich meine, du kannst in München immer mit dem Dirndl rumlaufen. Keiner wird dich komisch anschauen. Im Gegenteil. Aber denke schon, hat 200 Euro gekostet. Okay. Du kannst locker, vor allem wenn du in ein bayerisches Lokal gehst, guck dich keiner komisch an, wenn du da, weil vielleicht wirst du dann für eine Bedienung gehalten, weil die Bedienungen tragen immer Dirndl oft in bayerischen Restaurants. Hey Bert, niemals. Ich habe eine Lederhosen. Aber du kannst aufs Adele-Konzert mit Dirndl gehen. Gut, dann gehe ich wieder. Einfach mal Pech wünschen, getimeoutet werden und dann wieder gehen. Ja, ja. Bis dich einer auf Bayerisch ansprichst und du kein Wort verstehst. In München ist es sehr selten. Es kann sein, dass wenn du in München in eine Bäckerei gehst oder in so zu so einem Schlachter, zu so einem Vincent Moore oder sowas, kann es sein, dass du vielleicht... Rosa tut sich manchmal schwer, bayerisch zu verstehen. Ich meine, sobald du raus aufs Land gehst, verstehe ich auch nichts mehr. Aber in München... Aber wenn du aus dem Pott kommst... Ja, aber es ist... Ja... Die reden so wie ich.
Aber ja, manchmal so eine Vincent Moore, wenn da so ein gestandener Bayer steht, dann könnte es vielleicht schwer sein. Aber solange du dich im Zentrum aufhältst, dann würden die sich selber ins Bein schießen, wenn sie nicht gescheit reden würden. Gescheit reden würden. Gescheit, schau, gescheit, gescheit, gescheit. Weißt du, was das heißt, gescheit? Host me? Kommt Rosa denn aus Bayern? Das wäre traurig, wenn sie dann das nicht verstehen würde. Nee, Rosa ist Schwäbin. Die schwätzt. These, These, These. Wie soll ich sagen? Dankeschön für 300 Bits. Man darf sich nur nicht von den grantigen Bayern beängstigen lassen. Gescheit. Schreibt man gescheit mit K? Ich würde es mit G schreiben. Gescheit. Ist Gescheit überhaupt Hochdeutsch? TZ? Okay. Oder TZ? TZ, TZ. Gescheit. Schwaben sind knuffig? Ja. Gescheit ist Hochdeutsch, oder? Gescheit. Ich habe das, mach das mal gescheit. Ist das Hochdeutsch? Nee, es ist nicht Hochdeutsch, oder? Es ist bayerisch, egal ob du gescheit oder gescheit sagst. Marco ist knuffig, ich würde sagen, ja. Gescheit, gescheit. Host me heißt, verstehst du mich? Hast du mich? Nee, ich rede ja wirklich kein bayerisch. Aber ja, du musst... Jesse Chuan, wenn du das erste Mal in München bist, wenn du in ein, also es kann immer anders laufen, aber sei nicht erpönt, sei nicht verwirrt, sei nicht traurig, wenn im Restaurant dich Leute anpöbeln. Die pöbeln nicht. Das ist grantig. So wie ich. Ich bin grantig. Manchmal. Ein Grantler. Und nur vielleicht bist du erstaunt, wenn es Leute sind, die dein Geld wollen. Oder auf der Straße, wenn du was fragst. Ja, geh weiter. Nee, die sind halt ein bisschen grantig. Aber das ist der Charme. Das ist nicht Absicht, aber das ist nicht böse gemeint. Das ist halt einfach... Man ist halt grantig. Aber Ausländer, Touristen, besser gesagt. Ausländer, ja. Touristen denken immer so, wir sind gemein. In Wirklichkeit ist es einfach Bayern. So redet man halt. Hast du schon mal a Bibeli gesehen? A Bibeli? Was ist denn a Bibeli? Hast du schon mal a Bibeli gesehen? Was ist denn a Bibeli? Es gibt Leute, die wollen mein Geld. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann wollen die dein Geld. Und dann erwartet man ja, dass die eigentlich so Kunde ist König. Du fühlst dich als Kunde nicht als König. In Bayern. Hab mal mit einem bayerischen Russen zusammengearbeitet. Hast kein Wort verstanden. Geil. Ich habe gestern wieder einen TikTok gesehen von diesem Typen, der so die deutsche Sprache erklärt. Und der hat so auf den TikTok reagiert von einem, der sagt, warum sagt ihr China? Wo kommt das K hin? Ihr könnt alle nicht gescheit reden. Und dann kommt halt der TikToker, der deutsche Sprache erklärt und zeigt halt einfach, dass die meisten Deutschen sagen China mit K. Dann kommt China mit SCH, was ich schrecklich finde, aber okay. Und die wenigsten in Deutschland sagen China mit CH. Voll krass. Oh ja, der ganze Süden sagt China. Und das ist der größte Teil. Buja. Hallo Nächstenliebe und so. Das ist ja nicht böse gemeint. Das ist nur der Ton, der so einen vielleicht erstmal schockt, dass man denkt, oh Gott, ist die Person ist gerade meine Servicekraft, die mir meine Knödel bringt. Ist die gerade irgendwie sauer auf mich? Nein, ist halt einfach, hier hast dein Knödel. Hier ist dein Knödel. Das Video war Fake Leo. Nein, war es nicht. Du sagst immer China.
Ja, weil anscheinend ein Typ, der aus dem Theater kommt, dann die Theatersprache etabliert hat. Was dann quasi Leute denken, Hochdeutsch ist. Dabei ist Hochdeutsch alles drei. China, China und China. Alle drei sind quasi Hochdeutsch. Aber in der Theatersprache ist es China. Jemand, der quasi etabliert hat, was das Richtige ist, egal wo du dich befindest. Deswegen wird in Filmen China gesagt und so weiter. Aber wenn du dir eine Karte anschaust auf in Deutschland, wer wo redet, sagen die meisten China und China. Auf hier und Obi. Was war jetzt dieses? Hatte einmal eine Lederhose an, nie wieder. Allgemein bin ich als Bayer eine Schande. Ich hasse Bier, ich mag keinen Senf, ich esse meine Leberkäse, wenn was drauf soll mit Ketchup. Oh nein. Hey, ich mag auch kein Bier. Lederhosen müssen halt eingetragen werden. Die sind am Anfang immer unbequem, die sind halt stocksteif. Manche sagen, du musst erstmal reinpissen, dass die bequem wird. So wie Leder. Also wie man ja Lederschuhe, Cowboyschuhe, man komplett nass machen soll. Damit sie die Form annehmen von deinem Fuß irgendwie. Du willst einen Witz machen, aber es erlaubt dir nicht zu senden, weil du einen Kappa benutzt. Kappas sind hier nicht erlaubt. Schreib's ohne Knapp, ohne Kappa. Ein Küken? A Bibeli. Noch nie gehört. Ein Bibeli ist ein Küken. Ich mache bald ein Shiny Deoxys Cosplay. Ich tauche einfach nicht auf. Schau, es braucht kein Kappa. Das Kappa hätte diese Nachricht kaputt gemacht. Mein Dad lebt in Österreich und ist immer frustriert, wenn er eine neue Lederhosen kauft. Ja, weil die super unbequem sind. Kappa ist unnötig, genau. Hat sie mir in die Knödel gespuckt? Nein. Ich gebe dir ein Beispiel, aber das war wirklich unfreundlich. Das fand ich, ich denke da immer noch dran und das ist vor 3 Jahren mir, glaube ich, passiert. Ich saß in einem, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich saß am Marienplatz im Zentrum an der Frauenkirche in einem bayerischen Restaurant. 3 Freunde, wir saßen da. Haben was bestellt. Und ich habe mich mit meinen Freunden unterhalten, weil ich sie seit einem Jahr nicht gesehen habe. Also wir haben uns tief unterhalten, wirklich. Und dann kommt die Bedienung und er bringt quasi unser Essen, stellt es vor mich. Und ich sage, während ich mit meinen Freunden rede, nicht sehr laut, ich schaue ihn nicht an, aber ich rede gerade mit meinen Freunden, sage ich danke. Quasi er stellt es hin, ich bin gerade so, ja, und dann hat der Uli, der hat dann, Dankeschön. Und dann weiter. Und dann merke ich, wie der neben mir stehen bleibt. Ich rede weiter mit meinen Freunden. Der bleibt neben mir stehen. Und ich denke mir so, warum bleibt der jetzt stehen? Dann gucke ich zu ihm hoch und dann sagt er, da sagt man Dankeschön. Ich so, habe ich gesagt? Nein, hast nicht. Und ist weggegangen. So, und das war nicht mehr grantig, das war tatsächlich, der war so. Ich weiß, dass man höflich sein soll, aber du musst auch nicht unbedingt von einem Gast verlangen, dass ich niederknie und mich bedanke, dass du mir mein Essen gebracht hast, für das ich bezahlt habe. Außerdem habe ich Danke gesagt, er hat es nicht gehört, okay, aber du kannst auch nicht erwarten, dass ich mein komplettes Gespräch unterbreche, dich anschaue und sage, vielen Dank, werter Herr. Das kannst du auch nicht erwarten. So, und das, aber auch alle meine Freunde haben gesagt, was, wie also war das denn? Der hat mich richtig, so wie ich es gerade gesagt habe, aber stellt euch das vor, der hat mich richtig angefahren, so. Nee, hast nicht. Und ist weggegangen. Das ist wie Klatschen im Flugzeug, wieso sollte man das tun? Der Pilot hat seinen Job getan. Man muss trotzdem höflich und respektvoll natürlich sein. Aber ich habe jetzt auch nicht so gesagt, so pff, so bringt mir das Essen und sagt, pff,
So habe ich es auch nicht getan. Der hat halt einen schlechten Tag wahrscheinlich. Der hat einen schlechten Tag. Und wahrscheinlich war ich der Zehnte, der nicht Danke gesagt hat. Aber ich habe halt Danke gesagt. Aber halt während dem Satz schnell und nicht sehr laut. Ich habe halt mich gerade unterhalten und gesagt, Dankeschön, habe mich weiter unterhalten, weil ich gerade mitten im Satz war. Und dann steht er da und wartet. Naja, der ist nicht mehr an den Tisch gekommen. Das war auch gar nicht unsere Bedienung, der hat halt einfach das Essen gebracht. Aber dann ist so wieder die Frage, Trinkgeld. Gebe ich jetzt allgemein Trinkgeld, sodass der Typ auch was davon abkriegt, dafür, dass er mich angefahren hat? Ja, natürlich haben wir Trinkgeld gegeben, um Gottes Willen. Minus 20%, ich zahle weniger. So schlimm war es natürlich jetzt nicht, aber es ist schon so, wo ich so, uff, also so, das ist zu viel, das darf nicht passieren. Aber halt, du kannst nicht erwarten, dass es wie in Amerika oder in England ist, dass sie halt dreimal herkommen und sagen, schmeckt ihnen alles, schmeckt es gut, können wir noch was für sie tun? Nee. Da wird dir das Essen gebracht und dann wird Felix gezahlt. Ja, Freundlichkeit klar, aber dankbar. Ja, das war, der hat ein bisschen viel verlangt. Hoffe, der hat keinen Trinker gekriegt. Es war halt nicht unsere Bedienung, deswegen, natürlich hat er, in den meisten Wirtschaften wird, glaube ich, einfach das Trinkgeld am Ende des Abends geteilt, ne? So macht man das ja. Was ich ja ein bisschen, auf der einen Seite, ich habe nie in der Gastwirtschaft gearbeitet, aber zum einen ist es fair natürlich, zum anderen, wenn der eine dann die Kunden blöd anfährt, warum soll der Trinkgeld kriegen und die anderen genauso viel? Das ist auch irgendwie blöd. Gastronomie, Gastei. Vor allem sollst du ja 10% Trinkgeld geben, was ja immer mehr wird, umso mehr Geld du ausgibst. Warum soll jemand mehr Geld kriegen, obwohl es die gleiche Arbeit ist, ein 50-Euro-Steak dir zu bringen und ein 10-Euro-Steak dir zu bringen? Aber man gibt ja auch, das Trinkgeld wird ja hoffentlich auch unterteilt unter den Köchen dann zum Beispiel. Es ist allgemein, Trinkgeld ist so ein schweres Thema. Man kann schon Dank ausdrücken, aber es einzufordern ist zu viel. Bitte und Danke gehört sich einfach, ja. Und ich kann verstehen, dass man sauer ist, weil er hat halt das Danke nicht gehört. Ich habe es wirklich gesagt. Aber ein lokales Laut, ne? Lokales Laut, ich habe während meinem Satz es gesagt. Und ich habe auch keine laute Stimme. Ich habe eine tiefe Stimme. Der hat es nicht gehört. Aber dann einfach, wenn ich sage, ich habe es gesagt, dann einfach zu sagen, nein, hast du nicht, ist halt auch, das ist dann wieder die andere Seite. Oder dann bist du auf einmal der Arsch. Naja, es war nicht schlimm. Es war so schlimm, dass ich aber immer noch 4 Jahre später drüber nachdenke. Ne? Nicht drüber nachdenke, aber so eine Sache, die man nicht vergisst, obwohl es so lapidar war. Naja, die Leute, die das Essen bringen, haben schon auch Trinkgeld verdient, weil, also der Koch wird ja dafür bezahlt. Also alle werden sowieso für das bezahlt, was sie machen. Trinkgeld sowieso sollte eigentlich nicht notwendig sein in einer gut laufenden Wirtschaft, natürlich nicht. Und in Amerika ist es halt schrecklich. Und den Teufelskreis zu unterbrechen, ist wahrscheinlich unmöglich für die. Und dann machst du es halt auch als Individuum denen nicht einfacher, wenn du sagst, nein, ich will dafür sorgen, dass hier alle richtig bezahlt wird, deswegen kriegst du kein Trinkgeld von mir. Dann denkt sich halt die arme Bedienung auch so, okay, das bringt mir jetzt nichts. Aber natürlich, die kümmern sich ja um dich. In guten Lokalen, da wird sich ja richtig um dich gekümmert. Und oft habe ich auch das Gefühl, die Person hat wirklich Trinkgeld verdient, weil ich habe das Gefühl, die ist hergekommen, hat sich erkundigt, hat gefragt, hat vielleicht eine Sache, die du besonders haben wolltest, so können sie das weglassen, können sie das, und dann der Küche gesagt, die Küche hat es extra anders für mich gemacht. Man kann schon sagen, jemand hat Trinkgeld verdient, aber es zu einer Normalität zu machen, das ist halt das Problem. Genauso wie ein Tourguide, dem gibst du auch manchmal Trinkgeld, wenn es extra gut war. Und die stehen dann da, sagen Tschüss und dann gibst du denen vielleicht einen Zehner, weil es einfach eine gute Tour war. Du gibst einfach Leuten ein bisschen was extra, wenn es ein guter Job war. Auch Handwerkern und sowas. Bringst vielleicht was vom Bäcker mit, gibt's was Schönes zu trinken oder was auch immer. Das ist halt extra für etwas
für die extra Arbeit. Aber Problem ist halt, wenn es so zu einem Standard wird. Ich gebe nie Trinkgeld, weil ich der Ansicht bin, dass die Leute einfach besser bezahlt werden sollen, damit sie nicht danach fragen, betteln müssen. Wenn niemand mehr TG bekommen müsse, alle besser bezahlen, weil es sonst keiner macht. Richtig, richtig, richtig. Und ich verstehe den Teil auch. Ne? Das ist die Diskussion, die man am Anfang von Reservoir Dogs geführt hat. Großartiger Film. Die ersten 20 Minuten sind nur eine Diskussion über Trinkgeld. Deswegen, ich verstehe es auch vollkommen. Deswegen sind diese dummen Pads, die es jetzt gibt, wo man seine Kreditkarte draufhält und davor soll man das Trinkgeld auswählen. Was war, einer von euch hat erzählt, die Stelle mit 0% ist dann abgeklebt, dass man nicht draufdrücken kann. Na, das geht halt nicht. Dann mach's teurer. ich war letztens aber bei einem Café, wo dann auch diese Nachricht kam, 10%, 15%, 20%. Und der Barista selber hat auf 0 gedrückt für mich. Da habe ich dann, okay, cool. Quasi das System vorgeschrieben, aber eher für mich, das ist, weil es ist schon super dreist einfach, dass du selber auf 20% klicken musst. Das ist so, naja. Aber in einer perfekten Welt natürlich. Und es muss ja auch die Leute geben, die dagegen sind, damit sich was ändert, aber ist halt trotzdem. Ich meine, in Deutschland, glaube ich, geht's wirklich. Da wirst du vielleicht ein bisschen blöd angeschaut, wenn du am Ende nichts gibst. Aber in Amerika hättest du ja Angst, dass du draußen verprügelt wirst, so ungefähr. Da wirst du ja zusammengeschrien. Also, hört man, sieht man. Ich habe so Angst davor, wenn ich irgendwann mal vielleicht nach Amerika gehe. Ich werde so viel Trinkgeld geben, weil ich einfach Schiss habe, dass ich fertig gemacht werde. Ist es in Irland nicht möglich, üblich, Trinkgeld? Doch. Also ich hatte hier noch nie, also manchmal, hier in Irland ist es zum einen so, dass es nicht sehr üblich ist, dass du zum Beispiel die, also es kommt vor, aber es ist nicht üblich. In Deutschland, wenn du zu mehrert in einem Restaurant bist, kannst du am Ende sagen, bitte aufteilen und dann die Bedienung für dich rechnet es um in die Einzelnen und jeder zahlt seinen Teil. Ne? Das ist ja auch schon, finde ich, ein Service, den man belohnen könnte. Weil hier machen die das nicht. Hier kriegst du die Rechnung und dann muss einer das zahlen. Hier ist es ständig immer so, wer zahlt, wem gibst du das Geld dann zurück mit Revolut und PayPal und Während in Deutschland kannst du einfach sagen, ich zahle das und das, ich zahle das und das. Okay, nice, fertig. Hier musst du immer die komplette Rechnung bezahlen. Manchmal teilen sie es auf, aber dann auch nur von wegen so, ihr seid vier Leute, okay, wir zahlen durch vier, du zahlst 20, du zahlst 20, du zahlst 20, aber so einzelne Gerichte habe ich hier noch nie erlebt. Aber Trinkgeld gebe ich auch immer und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, sie sind verwundert. Aber in Japan zum Beispiel, da bringst du das ganze System durcheinander. In Japan habe ich sehr schnell aufgehört, Trinkgeld zu geben. Weil jedes Mal war es so ein, weil die wollen ja immer sehr höflich sein und es dir recht machen. Und du willst denen dann mehr Geld machen, aber die haben kein System dafür. Und dann sind die so, okay, aber dann muss ich jetzt zuerst die Rechnung hingeben und sie zahlen das. Und dann muss ich das extra hier eingeben. Und dann bist du so, okay, und dann machen die einen riesen Umstand, dass du denen irgendwie 300 oder 500 Yen mehr gibst. Weil da ist es halt wirklich nicht üblich. Da, ich meine, Touristen, ne, da ist das jetzt nicht so schlimm, aber da ist es eher von wegen, in Finnland war das auch so ein bisschen, dass denen geht es allen so gut, in Finnland und in Japan, dass wenn du denen mehr gibst, dann ist es wie so hier, weil es dir so schlecht geht. Das ist fast schon eine Beleidigung. Du gibst jemandem Geld. So, gell? Ja, gell, damit du dir was leisten kannst. Du bist so, what? So, es kann ja auch wie eine Beleidigung wirken. Und deswegen haben wir dann in Japan überhaupt nicht mehr Tipp gegeben. Ich glaube, dem Taxifahrer habe ich dann Trinkgeld gegeben. Ich glaube, selbst da nicht. Also da ist es überhaupt nicht erwartet. Und in Finnland haben wir es auch einmal gemacht, im ersten Lokal, wo wir waren. Die waren super verwirrt. Dann haben wir es auch gar nicht mehr gemacht. Und in Reiseführern steht ja auch immer, ob es üblich ist. Und in Finnland ist es gar nicht üblich, Japan gar nicht üblich.
Aber hier in Irland, also hier ist es, würde ich sagen, so wie in Deutschland. Dich schaut keiner blöd an, wenn du kein Trinkgeld gibst, aber keiner sagt nein. Aber manchmal haben sie auch so ein System, dass du das nicht mit auf die Rechnung und dann müssen wir das extra nochmal machen oder du musst das in bar denen hingeben. Hier gibt nicht alles auf einmal aus, genau. Fürs Studium, ne? Für Japaner ist Trinkgeld, sie haben was falsch gemacht und man will sich freikaufen. Ja, also ich glaube, wenn du Tourist bist, die wissen, ne? Andere Sitten und sowas, die verstehen, dass das jetzt nicht negativ ist. Aber hey, wenn man kein Trinkgeld erwartet, dann bin ich der Erste, der keins gibt, ne? Ist alles gut. Hallo Varvi, was versuche ich im Moment, ein Shiny Deoxys zu bekommen? Ich habe Takamura nicht für den Sub gedankt. Ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, dass ein Sub kam, aber ich habe wieder nichts gesagt. Takamura, Dankeschön für 2 Monate Prime. Hallo Dark Link. Meine Kollegin gibt sogar dem DHL-Boten zum Beispiel während der Feiertage eine Kleinigkeit. Das hat meine Mutter auch immer gemacht. Und ich würde das auch machen. Weil hier ist es manchmal auch immer der gleiche Postbote zum Beispiel. Und ich finde, manchmal habe ich einfach... Also, aber ich mach's nicht. Weil irgendwie ich weiß nicht wie. Weil was ist, wenn es super cringe ist? Was ist, wenn er an Weihnachten um die Weihnachtszeit herumkommt, mir ein Paket bringt und ich dann so, hier, 50 Euro. Das kann halt auch super seltsam wirken. Aber ich weiß noch, dass meine Mutter das auch gemacht. Dem Postboten und der Müllabfuhr. Zu Weihnachten extra ein Fuffi oder 100 Euro. Und dann Gebäck oder sowas. Was funktioniert, wenn man ein Haus hat? Aber ich glaube, wenn man dann so eine riesige Wohnpartei ist, so ein riesiges Wohnhaus, dann wird es schon schwieriger, weil der kommt ja nicht zu deiner Tür und so. Der denkt dann, du willst was von dem. Nee. Hallo Maurediven. Ist oft in Skandinavien, dass Schilder vor den Restaurants sind, dass kein Trinkgeld gegeben werden soll, weil die Mitarbeiter gut genug bezahlt werden. Ja. Aber Besserwisser-Action, Finnland ist nicht Skandinavien. Aber ja, ist in Skandinavien oft so. Ich weiß nicht mehr, ob ich in Schweden Trinkgeld gegeben habe. Ich glaube auch nicht. Aber wie war das Essen, Feli? Habt ihr irgendwann, habe ich schon gefragt, habt ihr Irish Breakfast mal probiert? Nee, hast du nicht gesagt, es war eklig? Ah, nee, du hast gesagt, es war eklig, es war zu trocken. Ja, nee. Ihr hattet kein Gutes. Du hast hoffentlich nicht über FTI gebucht. Was ist FTI? Reiseveranstalter. Ich habe noch nie über Reise, also wenn, wir buchen immer über Booking. Gilt das schon als Reiseveranstalter? Wir haben einmal so ein Komplettpaket gekauft für Island. Ach, meint ihr das aktuelle gerade? War das FTI? Meine Jungs in München haben nämlich 2 Autos gebucht, um nach Italien zu fahren. Zu 8. Also war, okay, dann ist es das. Gestern kam die Nachricht, dass sie pleite sind und dass alles weg ist. Das heißt, die haben jetzt neue Autos gebucht, woanders, teurer. Aber die waren einfach weg von einem auf den anderen Tag. Es wäre geil gewesen, wenn es passiert wäre, während wir weg sind. Weil dann hätten wir einfach die Autos behalten können, so ungefähr. Natürlich nicht, aber was soll man machen, wenn es passiert, während wir mit dem Auto schon rumfahren? Sofort mit dem Auto zurückfahren? Oh nein, oh nein, oh nein. So hätten sie eine Woche gewartet, dann wäre alles... Ah, wir hätten wahrscheinlich das Auto gar nicht gekriegt, ne? Einfach puff, ja.
Aber ich habe einmal haben wir über einen kompletten, so einen richtigen, halt so einen Service gebucht, der alles plant. Und das war für Island. Es war so ein komplettes Paket, wo 10 Hotels vorgebucht waren auf einer Route, die man abfahren kann und sowas. Das war angenehm, weil wir wollten halt wirklich jeden Tag in einem anderen Hotel sein, weil wir immer weiter, 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 weiter sind. Das war bestimmt teurer, als jedes einzeln zu finden und zu buchen, aber es war sehr angenehm. Nur, das ist so lange her. Es wäre schon möglich gewesen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, in Island Google Maps zu benutzen. Und jetzt ist es ja Standard, dass du einfach, das muss ich noch machen, dass du einfach den Bereich als Offline-Karte runterlädst und dann hast du einfach die Karte aktuell, ohne Internet zu verbrauchen, GPS bloß. Und damals gab es auch kein, du konntest ein Navi dazu bestellen, das war am Tag irgendwie 40 Euro oder sowas, komplett übertrieben. Und wir sind dann wirklich, ich meine, Island hat nur eine große Straße, aber dann manche Hotels zu finden, weil dieser Urlaubsservice hat dann auch so eine, halt so eine Beschreibung dazu abgegeben, zu jedem Hotel. Und manchmal war es wirklich, fahre 5 Kilometer diese Straße entlang. Und wir haben uns so gewundert, wir haben so oft Hotels nicht gefunden, weil wir einfach 10 Kilometer auf einer Schotterstraße hätten fahren müssen, wo du nicht mal eine Straße siehst. Und du hast dann manchmal so irgendwo über 3 Berge hinweg so ein kleines Haus gesehen und dann dachten wir, ist es das? Vielleicht ist es das. Und einfach gerade drauf zugefahren und dann war es das. Aber wäre ich auf die Idee gekommen, vor 8 Jahren Google Maps zu benutzen? Hey. Aber ich dachte halt, kein Internet, kein Google Maps. Ihr müsst jetzt neu buchen. Für was habt ihr denn gebucht? Was habt ihr gemacht? Sommerurlaub in Kreta. War ich in Kreta? Auf Kreta? Doch, wir waren. Nee, was heißt das andere? Nee, Kreta. Nee. Wie heißt die andere Insel auf Griechenland? Nee, wir waren auf Kreta. Wir waren auf Kreta während Pandemie. Kos? Nee, Kreta waren wir. War schon Kreta. Während der Pandemie gab es eine Möglichkeit, auf Kreta zu fahren, zu fliegen. Haben wir das gemacht. Das war so verlassen und so schön. Ich bin enttäuscht, kein Google Maps genutzt. Kurz danach war ich wirklich so, Moment mal, warum lade ich nicht eine Google Maps Karte runter und die geht dann? Das war gerade so an der Übergang, wo ich Google Maps verstanden habe. Gibt es in Island nicht auch extra Maps, damit du Apps, damit du nicht aus Versehen den entfernten Verwandten datest wegen geringer Einwohnerzahl? Kann gut sein. Es gibt auf jeden Fall mehr Schafe als Menschen. Aber ich finde es gar nicht so besonders. Ist doch logisch, dass es mehr Schafe als Menschen gibt auf der Insel. Im September geht es für mich nach Tokio. Geil. Viel Spaß. Ich kann nur sagen, zu Japan, es ist exakt so, wie du in Filmen und Animes siehst. Es ist noch nicht mal übertrieben. Manchmal ist es ja so, du siehst irgendwelche TikToks, irgendwelche Videos von einem Land und denkst dir, wow, das Wasser ist so türkis und oh, toller Sonnenuntergang und das Wetter. Und dann bist du da und es ist natürlich so eine graue Version davon. Aber Tokio? Exakt so. Neon überall. Überall Anime. Überall süße kleine Sachen. Ist exakt so. Hallo Benny. Du sagst, das Shiny Deoxys kommt unten rechts. Unten rechts und oben links brauchen wir noch. Nee, unten rechts hatten wir schon. Wir brauchen oben rechts und oben links. Japan reizt dich gar nicht. Ich meine, wenn du null mit der Kultur am Hut hast, warum willst du dann dahin?
Aber ich glaube trotzdem, dass es jedem dort, ja, wobei, also es kann jedem dort gefallen. Du kannst natürlich auch Pech haben und immer nur dort sein, wo Tausende von Menschen sind und dich in jede U-Bahn reinquetschen müssen, weil du die falschen Zeiten erwischt. Und wenn du dann keine Menschenmengen magst, das ist schrecklich. Wirst du bei 30.000 weinen? Ja. Hallo Lex. Ich will nach Japan einmal zum Dragon Quest Freizeitpark. Mach es. Und dann zum Ghibli Park. Und dann zum Pokémon Park und wo nicht alles. Aber warum reizt sich Japan nicht? Also, ich war zum Beispiel auch mal in Indien. 2 Wochen lang. Und das ist krass. Ich kann verstehen, wenn man da sagt, muss ich nicht machen. Weil Indien ist ein Erlebnis, ne? Es ist Abenteuer. Da kann ich sagen, okay, die Kultur ist sehr anders, ist viel laut, viel Menschen, die ganze Zeit gedrängelt und sowas, einfach anders. Genau wie jetzt zum Beispiel Ägypten oder sowas, wo wenn du am Flughafen ankommst, erstmal zugeschrien wirst. Das weiß ich noch, war das in Indien oder war das in Ägypten so? In Ägypten war das, glaube ich, so. Am Flughafen angekommen und du wirst erstmal zugeschrien von allen, die halt Tour-Guides verkaufen und Autovermietung verkaufen und sowas. Und du wirst einfach, es ist halt dieses, also die Art dort ne, zu verhandeln, zu schreien, Marktschreier halt. Du wirst so zugeschrien. Und da war ich auch erstmal so, oh mein Gott, what the fuck, nein. Deswegen gelten ja Deutsche so als Grandler im Ausland, weil wir so direkt sind, weil wir das nicht gewohnt sind, weil wenn wir, da ist es ja zum Beispiel auch so und in Indien auch und in Japan nicht so sehr, ein bisschen in Japan. In Japan stehen sie auch vor ihren Lokalen und sie schreien dich nicht an, aber sie reden dich an von weiter weg, so hey, komm doch hier rein, sexy Mädchen und so. Aber in Japan und Indien wirst du halt angeschrien und ich und Deutsche sind dann viel so, nein! Nein, deswegen wirken wir so unhöflich, weil das für die natürlich Nein sagen, ist extrem unhöflich in solchen Ländern. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es sonst machen soll. Lasst mich in Ruhe. Deswegen, da verstehe ich, wenn du sagst, es ist nichts für mich. Aber Japan ist wirklich sehr, 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 sehr ruhig. Sehr, also du kannst zumindest es so machen, dass du nur da bist, wo es ruhig und gechillt ist. Du musst nicht in die U-Bahn steigen zur Stoßzeit. Lieber direkt sein, als ein Rumgedruckse. Das ist halt unsere Kultur. Aber viele andere Kulturen sind halt Rumgedruckse. Da sagst du nicht nein. Da bist du immer höflich und sagst ja, aber unterschwellig sagst du nein. Das ist wie dieses in Marokko des Inshallah. Was quasi ja und nein heißt. So schauen wir mal. Das wird ein Problem für mich, die Menschenmengen. Du musst einfach dich informieren, Google Maps sehr viel benutzen oder halt, ja, also wir haben Google Maps die ganze Zeit benutzt. In China zum Beispiel kannst du kein Google Maps benutzen, weil es kein Google gibt. Aber in Japan geht natürlich Google Maps. Ich glaube, die benutzen selber was anderes, aber Google Maps geht auf jeden Fall. Pokémon Go kannst du auch benutzen. Und ich meine, es ist logisch, dass in der Früh und am Abend die Stadt voll ist von Menschen, die halt von der Arbeit wohin gehen. Und wir waren auch manchmal an U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen und du bist so überfordert. Und du wirst auch krass angerempelt, wo man sich denkt, okay, die krass höflichen Japaner, oh mein Gott, du wirst angerempelt ohne Ende. Wenn du es quasi nicht schaffst, dich dem Fluss anzupassen, wie die Menschen gehen und du Dann wirst du so weggekickt. und du willst nicht die eine Person sein. Das ist echt hart, weil das U-Bahn-System ist da super interessant, super verwirrend, super anders, als wir es kennen. Wir würden es ja so kennen, dass du brauchst ein Ticket und wenn du das Ticket hast und reinsteckst, öffnet sich die Schranke und du gehst durch. So. Da ist natürlich, da sind so viele Menschen, dass du es so nicht machen kannst. Du kannst nicht einfach jeden ein Ticket zeigen lassen, dass sich die Schranke öffnet.
Trotzdem hast du aber, weil es so viele Menschen gibt, musst du so ein System haben, weil sonst würde ja jeder bei der Masse untergehen und keiner wird ein Ticket überhaupt kaufen, weil es so viele Menschen sind. Deswegen stehen an jeder Schranke quasi stehen echte Menschen, die gucken, dass du das Ticket hinhältst. Und wenn du dann das falsche Ticket dabei hast, zu wenig gezahlt hast, was sehr einfach ist, das falsche Ticket dabei zu haben, weil es super kompliziert ist, dann hältst du das hin und dann geht die Schranke zu und alles leuchtet rot. Das heißt, wenn du in so einer Stoßzeit der Touri bist, der das System nicht checkt und du hältst das Ticket hin, alles wird rot, die Schranke geht zu und sagt, nope, du hast das falsche Ticket, du darfst nicht durch, du darfst nicht aus der U-Bahn raus oder in die U-Bahn rein. Und hinter dir sind einfach 500 Menschen, die von der Arbeit kommen, dann bist du der Touri, der denen gerade das Leben versaut hat. Und dann wirst du angeschaut, oh mein Gott. Es ist mir nicht passiert, aber anderen. Das ist echt so krass. Die ganze Menge so ein Raunen dann so. Oh. Weil in Japan ist es super krass mit den U-Bahnen, weil jede U-Bahn ist quasi privatisiert. Also es gibt kein öffentliches System. Jetzt in München zum Beispiel gibt es die MVG. Das ist ein System. Ein Ticketpreis. Ein Ticket. Kannst alles fahren. Da gibt es 4 verschiedene private U-Bahn, S-Bahn, Shinkansen-Sachen, die alle unterschiedliche Systeme sind, die nicht miteinander funktionieren. Das heißt, du kaufst ein Ticket und darfst nur 3 bestimmte Routen fahren. Und wenn du dann... Wir hatten das einmal so, wir sind in eine U-Bahn eingestiegen. Und dann war ich die ganze Zeit schon so am Grübeln, so, weil... Die U-Bahn, in der wir drin sind, wird von einer roten auf einmal zu grünen. Da denke ich mir, okay, aber wir haben für rot das Ticket gekauft. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn ich in einer U-Bahn drin bleibe, dass ich dann das falsche Ticket habe, wenn ich drin bleibe. Und dann war es so. Wir sind ausgestiegen, wo wir raus wollten. Wir sind bei rot eingestiegen, bei grün ausgestiegen, haben nicht die U-Bahn gewechselt. Und dann standen wir da vor den Toren, rot, geht nicht. Und dann haben die aber extra, da kannst du dann zu den Menschen dorthin gehen und sagen, jo, ich hab's falsch gemacht. Dann sagen die, okay, rechnen aus, was der Preis wäre, wenn ich es richtig gemacht hätte. Und du musst dann auch keine Strafe zahlen, du musst dann einfach korrigieren. Und dann zahlst du irgendwie 500 Yen mehr und dann machen sie das Tor für dich auf. Aber das passiert dir halt so oft, weil es ist so kompliziert. Aber Japan ist auch bekannt dafür, das komplizierteste U-Bahn-System zu haben. Können die denn Englisch? Alles steht auf Englisch da und du kommst super gut mit Englisch zurecht. Und wenn der andere nicht Englisch kann, die sind für alles vorbereitet. Die haben englische Sachen, die die dann an die Hand drücken und dann steht da, weißt du, da ist ja, dann stehst du bei denen an dem Tisch und dann ist da ein riesiges laminiertes Stück, wo drauf steht, das, und dann weißt du ganz genau, wie es läuft. Die müssen gar nicht mit dir reden. Jeder Fall, der passieren kann, ist von denen schon mal vorhergesehen worden und sie haben ein Stück Papier, wo das draufsteht für dich. Du kommst wirklich gut zurecht mit ja, danke. Nicht nein, nein sagt man nicht. ihr. Ich habe manchmal ihr gesagt. Nee, du kommst super zurecht. Ich würde sogar sagen, du kommst zurecht, wenn du nicht Englisch kannst. Außer, dass du dann Schilder nicht lesen kannst. Einfach immer das teuerste Ticket kaufen. Es geht ja nicht. Du kannst nicht ein Ticket kaufen für alles. Es gibt kein Ticket für alle Systeme. Wenn du von A nach B möchtest und du hast das Pech, dass du diesen Weg gehen musst über 2 verschiedene U-Bahn-Unternehmen, da musst du entweder zwischendrin aussteigen und ein neues Ticket ziehen und weiterfahren. Oder du kaufst ein Ticket plus in weiser Voraussicht ein Umleitungsticket oder sowas. Weil dann darfst du mit dem Ticket dieses andere mitbenutzen. Für das gibt es sicher auch eine App. Nope. Japan ist noch viel bürokratischer als
Deutschland. Weil in Japan zum Beispiel ist noch sehr viel auf Papier. Also immer wenn es irgendwas Vertragliches ist, sei es was ein Haus kaufen, sei es einen Ausweis beantragen, ist alles in Person und schriftlich. Also da ist Fax noch eine Normalität. Alles muss mit Papier gemacht werden, was noch irgendwie ansatzweise ernst ist. Und da ist ja Deutschland schon ein bisschen besser. Und hier ist noch extremer. Ich musste hier nur ein einziges Mal physisch irgendwo erscheinen, als ich meine Karte hier beantragt habe. Und danach war alles Nummer angeben, digital, fertig. Aber da musst du für jeden kleinen Schrott in Person auftauchen und Sachen unterschreiben und so weiter. Physisch ist besser, wie ich finde. Man fühlt sich sicherer, weil man bei digital immer noch, vor allem wir Millennials oder die davor noch, wir haben natürlich bei digital immer die Angst, dass irgendwie Daten nicht sicher sind und so, Privatsphäre und so. Aber es war so angenehm, einfach hier in Irland aufzutauchen. Und genau genommen, wenn ich keine Vorteile haben möchte, brauche ich diese PPS-Karte gar nicht, die ich habe. Aber dann kannst du halt wirklich nichts vom Staat machen oder sowas. Keine Versicherung, kein gar nichts. Aber als ich einmal zu dem Ort hingegangen bin, gesagt habe, hey, hier bin ich. Ich bin YouTuber und ich hätte gern so eine Karte. Und ich gesagt, okay, Foto machen, da haben sie es. Und seitdem Autoversicherung, die Versicherung, alles. Du gibst einmal diese eine Nummer an, die du hast. Digital, im Internet. Und alles ist mit ein paar Klicks gemacht. Du musst mit niemandem telefonieren. Du musst nichts unterschreiben. Es ist alles digital wunderschön. Es ist so viel angenehmer. Ja, es gibt in Deutschland, klar, es gibt Ämter, die akzeptieren keine E-Mail. Ja, ja. Da musst du dann einen Brief hinschreiben. Jupp, 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 jupp. Bei uns in der Schweiz gibt es halt nicht so Englisch in der Schule. Also früher war das so. Früher hat man Englisch gelernt in der Schule in der Schweiz und heute nicht mehr. Moment. Kann doch nicht sein. Irland, wohnst du jetzt? Wieso vergesse ich das immer? Weiß ich nicht. Andersrum. Okay, heute wird Englisch beigebracht in der Schule. Ja. Ich habe mir das angewohnt durch eine Freundin, dass ich mein Sushi only mit Stäbchen esse. Sehr, sehr gut. Die Vorstellung, dass du da mit einer Gabel reinstichst, tut mir weh im Kopf. Public Ächtung einfach, genau. Obwohl man in Japan oft mit Fingern isst. Tut man das? Ich habe niemanden mit Fingern essen sehen. In Indien isst man viel mit Fingern. Sushi? Sushi mit Fingern? Wir waren nur einmal im Sushi-Restaurant, da hat sicher keiner mit Fingern gegessen. Aber vielleicht so bei Running Sushi kann ich mir vorstellen, dass hier einfach... Aber ich habe es nirgendwo gesehen. Erster Shiny Nagelaus gefunden. Roter Jay, Gen 5. Nice. Mit Schiller-Pin oder ohne? Richtig traditionelles Sushi wird mit weichem Reis zubereitet. Anscheinend hat jeder Sushi-Meister eine eigene Art, Reis zuzubereiten. Essig, Salz, wie lange, wie viel Wasser und so weiter. In Gen 5 gibt Schiller-Pin. Yep. Da wurde der Schiller-Pin eingeführt. Geschlüpft ist es. Okay. Dann vielleicht 1 zu 512 sogar. Aber heutzutage wird der Sushi-Reis fester gemacht, damit es nicht kaputt geht durch die Stäbchen. Also das Sushi, was wir einmal gegessen haben in Japan bei so einem Sushi-Meister, wo der wirklich uns gegenüber saß und es für uns gemacht hat und dann uns so einzeln gegeben hat. Ah, stimmt. Da machen die es manchmal, das habe ich auch schon mal bei uns nicht, aber schon mal gesehen, dass die das dann so nehmen und die auf den Teller tun und dann nimmst du es auch einfach so und machst so, ja. Stimmt.
Das war sehr weicher Reis. Und das war auch das Gute daran. Dass der Reis an sich... hätte den Reis einfach so essen können. Dieser Reis, wie der den irgendwie zubereitet hat, keine Ahnung, der war so gut und aromatisch. Very lexisch. Astalos. Ich war einmal japanisch essen und sie meinte, wenn er hier jemanden sieht, der mit Gabel das Sushi aufspießt, der darf nicht mehr in seinen Laden. Natürlich nicht. So strikt sollten Italiener sein mit einem Löffel. Aber nein, was machen Italiener? Die geben den Deutschen einen Löffel. Die sollten da auch so strikt sein. Kann ich bitte einen Löffel zu meinen Spaghetti haben? Und dann der Italiener einfach, nein. Lern's. Komm zurecht. Krieg ich noch ein Messer zu meinen Spaghetti und dann komplett raus. Ein Kumpel hat früher, als wir sehr klein waren, aber ich kenne den auch nicht mehr, wir waren in Italien im italienischen Restaurant, mit einem Messer die Spaghetti gegessen und dann, mit dem Messer die Spaghetti klein geschnitten. Das ist ja schon Todsünde. Aber dann die Spaghetti mit dem Löffel gelöffelt. Das kannst du nicht bringen. Akuma! Flatutu! Flatutu! Das sind dann so Leute, die auch noch Ketchup auf Pizza essen. Und der lebt noch. Es war uns sehr peinlich. Das war quasi ein Urlaub. Und wir haben jedes Jahr einen anderen Freund von mir mitgenommen in Urlaub. So eine Woche einfach. Und meinen Eltern war es so peinlich. Aber was willst du machen? Ein Kind von jemand anderem umerziehen? Nee. Hallo Itachi. Ein Gomera-Bauke. Ich meine, im Endeffekt, jeder soll machen, was er will. Na, ist doch kackegal, ob man jetzt, wie man was isst, soll schmecken. Aber warum ist es so? Warum ist es komisch? Warum ist es so verpönt? Weil Leute wie ich darüber so verpönt reden. Aber es ist ja auch irgendwie soll jeder machen, was er will, aber gleichzeitig kannst du nicht Spaghetti zusammenschneiden und mit deinem Löffel essen. Das kannst du nicht bringen. Aber warum nicht? Warum stoßt es mir so auf? Warum stößt es mir so auf? Keine Ahnung. Doktriniert von Anstand von Eltern. Überhaupt einen Löffel bei Spaghettis lost? Ja. Aber da ist halt, das ist ja noch nicht ganz so schlimm. Weil man sich dann auch Macaroni bestellen kann. Ich meine, Löffel ist ja so normal, dass du das beim Italiener dazugelegt kriegst und dann benutzen sie den Löffel, um das zu drehen. Das ist quasi dieses Leichte, wo die Italiener sagen, ja komm, hier, du Idiot, du kriegst ein bisschen Hilfe. Ne, 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 ne. Aber das geht ja irgendwie noch. Das ist ja noch irgendwie anerkannt. Aber schneiden und mit dem Löffel? Eieiei. Aber wir waren noch mal in Italien in einem Restaurant. Das war auch der Ober. Ich glaube, meine Mutter hat die Pasta, die sie bestellt hat, sie hat irgendwie gefragt, also es gibt ja für jede Art von Pasta gibt es ja einen eigenen Namen. Und sie hat die verwechselt und hat irgendwie was gefragt und das. Und hat er gesagt, und dann hat er ihr das so richtig asozial erklärt, von wegen... Die Form ist das, das ist das, das ist keine Spaghetti, das ist Pasta, das ist dies und das und das. Sodass sie dann das eine bestellt hat und dann kam er zurück und hat auf Deutsch wirklich gesagt, hier haben sie ihre scheiß Pasta. Das weiß ich noch. Das hat er auf Deutsch gesagt, hier haben sie ihre scheiß Pasta. Und dann
wurde natürlich der Manager gerufen und alles Mögliche. Aber das war auch ein bisschen krass. Aber zumindest haben wir nicht mit einem Messer die Spaghetti zerschnitten und mit einem Löffel gegessen. Kriegt bei einer Fusion das erste Mon den Körper und das zweite das Gesicht? Ich glaube andersrum. Das zweite ist, glaube ich, immer der Körper. Der hat den Job hinterher wohl nicht mehr. Nee, er ist danach gekommen, hat sich entschuldigt. Es war ewig, da war ich ein Kind, da war ich 8 oder so, 10. Keine Ahnung, 10 Jahre alt oder so. Voller Tisch mit irgendwie 15 Leuten. Dann hat auf einmal meine Mutter mit dem angefangen zu diskutieren und dann kommt er wieder und sagt, hier sind ihre scheiß Spaghetti. Ich habe noch sein Gesicht vor Augen, weil es war immer der gleiche Ober. Wir waren da oft in dem Lokal und es war immer der, der echt gut Deutsch konnte und halt wahrscheinlich nur Touristen bedient hat. Aber an dem Tag war es zu viel. Höflicher als die Bayern? Löffel aber auch, weil Soße übrig bleibt. Ja, aber du kannst Soße immer mit der Gabel essen. Du brauchst nur einen Löffel für eine Suppe. Was ist denn deine Lieblingspasta-Sorte? Ich mag Tortellini sehr. Also die kleinen gefüllten Sachen. Rosa würde sagen, die Muscheln, wie auch immer die heißen. Die Muscheln, weil da die Soße sich am besten drin fängt. Gnocchi? Nee. Gnocchi zähle ich noch nicht mal zu Pasta, aber ja, es ist natürlich Pasta. Aber das ist so unterschiedlich zu allem anderen. Außerdem, Gnocchi sind Kartoffel, ja, oder? Nenn das nicht so, Gnocchi. Glaubst du wirklich, dass ich die wirklich so nenne? Oder ob ich da, aber ich glaube, ich mach das gerade. Alter, Gnocchi, dein Ernst? Glaubt ihr wirklich, dass ich das so nenne? Sag ich doch absichtlich. Gnocchi. Das G ist still, Leute. Gnocchi. Gnocchi. Nee, ich würde die nehmen, die Standardpenne. Aber nicht die großen mit einem Loch drin, sondern die, die ein bisschen kleiner sind und dann spitz sind. Tamagnocchi. Gnocchi aus China. Hallo, China ist Hochdeutsch. Hallo, Reggie Rock. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Panini? Das ist quasi die Standard-Pasta-Penne. Aber dass es nicht ein gerader Tube ist, ein gerader Zylinder ist, sondern ein dünnerer Zylinder und spitz in die andere Richtung. Also dieses, aber so, so. Weil das ist perfekt rund, sodass du da die Gabel reinstecken kannst und da drin ist auch genug Freiraum, dass da sich Soße sammeln kann. Ich glaube, Penne sind die dicken und dann gibt's die dünnen, heißen dann Panini. Nee, ich weiß nicht. Wahrscheinlich heißt es einfach Penne. Rigatoni. Rigatoni ist aber noch dünner, oder? Rigatoni ist doch dann Macaroni? Nee, stimmt, Macaroni wäre noch dünner. Rigatoni. Macaroni, die sind richtig dünn. Na toll, jetzt habe ich Hunger. Voll Lust auf Spaghetti. Carbonara. Carbonara hat keine Sahne, Leute. Vergesst das nicht. Einfach Penne statt Penny. E una Coca-Cola. Zero. Una grappa, per favore. Danke, niemals Sahne.
Penne rigate zero. Was? Rigate zero. Rigate zero. Limoncello. Ich weiß auch, wo wir eben vor über 10 Jahren in der Toskana waren, da wo wir jetzt die Woche auch hinfahren. Da waren wir im Lokal in Florenz und wir waren anscheinend so tolle Kunden, dass sie uns am Ende wirklich viel Limoncello ausgegeben haben. Wobei, wir haben eigentlich nur eine Runde Limoncello gekriegt. Das war eigentlich ganz normal. Auf jeden Fall, wir kriegen alle so ein Limoncello-Shotglas. Und Limoncello trinkt man ja langsam. Das ist ja ein Likör, oder? Das ist ein Likör, oder? Trinkst du ja langsam so nach dem Essen so gut für den Magen. Und wir so, haben so ein fettes Steak gegessen, alle so ein riesiges zusammen, so ein 3-Kilo-Ding. Und dann kommt dieser, geben sie uns diesen Limoncello und wir alle so, 1, 2, 3, hauen es auf den Tisch drauf, machen so flapp. Und in der Millisekunde danach, einer von uns, Moment, ich glaube, den kippt man nicht. Und alle im Lokal haben sich totgelacht über die Touris, die Limoncello. Alle so zu zehnt wegkippen. Limoncello. Das normale. Ja, ich weiß. Ich dachte, wir hatten am Ende die Flasche auf dem Tisch. Ich glaube, wir hatten die Flasche am Ende gekriegt dann. Oder Grappa. Du kannst seitdem eine Carbonara schlecht, weil sie nicht mehr essen. Kenne ich. Der Körper speichert es ab. Dann kannst du nicht mal mehr dran denken, ohne dass dir schlecht wird. Hallo Fast Guy. Themawechsel, bekommen Hunger? Dann isst was. Dann wechsel das Thema. Was ist das neue Thema? Griechisches Essen. Baklava. Deutsche Carbonara mit Sahnesoße. Limoncello Spritz. Ich mag Campari. Campari Orange. So bitter. War Irland ein Kulturschock? Nee, Kulturschock ist was anderes. Indien war ein Kulturschock. Japan ist ein Kulturschock. Thailand ist ein Kulturschock. Aber alles, wo die Kultur europäisch ist, ist kein Kulturschock, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich trotzdem Sachen, jedes Land fällt sich anders. So bitteres Zeug finde ich super eklig. Ich mag ja Alkohol nicht, weil er gegoren schmeckt. Aber wenn er bitter ist, mag ich es. Ich mag ja Gin, Campari und wenn ich ein Bier mag, dann auch nur sowas wie Pilz, also so ein Becks oder so ein Heineken. Also bei mir muss es dann irgendwie bitter sein. Natürlich süß geht auch, wenn es so süß ist, dass du keinen Alkohol mehr schmeckst. Ich mag halt dieses Gegorene nicht. Und zum Beispiel ein Rum ist für mich pur gegoren, Wein ist gegoren, Prosecco ist gegoren. Es schmeckt einfach nach faulen Früchten. Aber wenn es so bitter ist, wie. Aber Grappa ist da zum Beispiel widerlich. Aber wenn es dann so gegoren, wenn es dann so bitter ist wie ein guter Campari, dann finde ich es nicht so eklig. Hime. Sag ich den Namen eigentlich richtig? Himechi. Dankeschön, himmliger Raid. Himmelinge. Moment mal, es ist kein Himmelliga, sondern Himmelinge. Himmelinge. Ihr seid die Himmelinge. Tatsächlich richtig mal. Es tut mir leid. Das heißt, ihr seid die Himmelinges, so wie meine Zuschauer die Mindlinge sind. Mindlinge. Himmelinge. Nice. Hallo. Herzlich willkommen. Was habt ihr gemacht? Was gab es bei euch? Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream, einen wunderschönen Dienstag. Ich bin morgen im Urlaub, deswegen heute letzter Stream für immer. Ich komme nie wieder. Ich bleibe einfach in Italien.
Andere würden von dort streamen vielleicht. Nein. Nee, ich bin 2 Wochen weg. Vielen Dank für den Raid. Wir resetten Deoxys. Und ihr seht, die Zahl da unten ist ein bisschen zu hoch. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben vorhin schon einen kurzen Schock gekriegt. Ich habe einmal alle Deoxys gefangen. Und sie waren alle exakt gleich. Sie hatten das gleiche Wesen und die gleichen EVs. Und dann habe ich nochmal alle gefangen. Und sie waren alle unterschiedlich. Dann habe ich nochmal alle gefangen. Und sie waren alle unterschiedlich. Also ich verstehe nicht ganz, was passiert ist. Ich habe auf jeden Fall einmal alle gefangen und sie waren alle gleich. 1 von 3 Mal waren sie gleich. Also entweder hatte ich krasses Glück oder Pech. Oder irgendwas stimmt nicht. Aber hey, wir machen einfach weiter. 24.396. Wir haben Plattform 8 gespielt. So ähnlich wie Exit 8. Was ist, wenn man beides nicht kennt? Hallo Freddy. Hallo Shinra. Hallo Warrior Blade. Hallo Ronin. Hallo Arkeno. Hallo Hauschild. Hallo Jokers. Stell dir vor, alle sind gleich, aber eins ist gelb. Das könnte passieren. Wenn wieder das passiert, was vorhin war. Aber ich check's nicht. Ich werde das nach dem Urlaub checken, dass wir... Ah, vielleicht kommt ja heute noch was. Dankeschön, Warrior Blade. Ich fahre mit, ich glaube, 8, 9 Freunden, fahren in die Toskana. Und sind da 10 Tage in einem Haus auf einem verlassenen Berg. Mit Pool und Sommersonne, Sonnenschein. So, wir hatten eine Fusion. Maurediven, es tut mir leid. Warte, noch das Deoxys. Und? Hattest du das geplant? Maurediven, bist du da? Dein Koro Despota? Hast du es dir so vorgestellt? Ich meine, es ist einfach ein Despota mit einem süßen Gesicht. Epic und cute. I'm gonna kill you with my cuteness. Yep. Desposon. Koranita. Koranita, ja, das passt gut. Noch eins? Jirajirak. Jirak. Einfach Jirak. Oder ist das Glumanda? Keine Ahnung, es sieht super dumm aus. Jirak, was ist überhaupt das Gesicht? Jirak. Ja, Glumanda, wahrscheinlich Glumanda. Aber Jirak klingt lustiger. Wenn ich mal Infinite Fusion spielen sollte, mache ich mir sowas. Ein Koranita. Was ist das? Nice. Ein Alpha Igelava. Mit Stolos. Das sieht aus wie ein Hund einfach. Wir haben dies geschafft, dass ein Stolos aussieht wie ein Hund. Richtig gut gemacht. Igarak. Stolava. Das ist voll der süße Hund, oder? Stolrak, was habe ich gesagt? Stolos. Wie es umgekehrt ist. Warum? Hä? Warum? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm, wie es einfach auf dem Kopf steht.
Nehmen wir einfach einen Stolos und tun die Beine von Capoeira an die Zapfen dran und dann drehen wir es um. Achso, das hat auch noch eine Spitze oben. Das heißt, es dreht sich wirklich auf den Kopf. Oh Mann, das ist dumm. Das sollte einfach so ein Wirbelsturm sein. Hallo Henriette. Was für eine schöne Zahl. 24444 geht nicht, oder? 24444? Doch, 444 geht. Schauen wir mal. Hat es sechs Beine? Capoeira hat doch keine sechs Beine. Oh. Was ist das? Chocobo? Hä, was soll das sein? Dodri? Nee. Ah, wahrscheinlich Galar, Zapdos und Zapdos? Ho-Oh? Okay, es könnte Ho-Oh sein. Aber wäre Ho-Oh nicht bunter? Habitak, Ibitak? Ich glaube, es ist einfach Zapdos und Galar, Zapdos. Aber es könnte auch Ho-Oh sein, wegen dem Schwanz. Wegen den Flügeln. Aber der Schnabel. Keine Ahnung, es sieht epic aus, ey. Es sieht mega aus. Es ist too much für ein Pokémon. Das wäre eine Mega-Entwicklung. Pokémon sehen nicht ganz so krass aus. Aber es sieht saugeil aus. Vielleicht Ho-Oh und Galar Zapdos. Henriette, du bist ein Tauboss. Ich habe vorhin eine Benachrichtigung auf dem Handy gehabt, dass es ein neues Patreon-Video gibt. Habe ich mich verguckt oder hast du es wieder runtergenommen? Ich habe gehofft, dass ich schnell genug war. Ich habe ein Video gemacht, aber ich wollte es nicht direkt hochladen, weil vorgestern schon eins war. Ich wollte es schedulen auf nächste Woche, wo ich nicht da bin. Und dann habe ich aber auf Publish gedrückt, auf einmal aus Reflex. Und dann wollte ich gucken, ob ich das verändern kann, aber es geht nicht. Man kann das nicht, wenn es einmal published ist, kann man es nicht wieder unpublishen. Also habe ich es gelöscht und neu hochgeladen. Du hast es gesehen. Oh nein, aber das heißt, dass alle eine E-Mail gekriegt haben. Neues Video. Ah, doch nicht. Nope. Doch nicht. In einer Woche kommt es. Ich habe es nur aufgenommen, damit ihr was habt, wenn ich nicht da bin. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe erst vorgestern eins gemacht. Hallo Azrael. Ja, haben sie? Verdammt. Ja, das ist voll blöd gemacht, dass man im Nachhinein das Video nicht einfach privaten kann. Ich hatte mich auch gefreut, das Thema ist super interessant. Oh nein, ihr habt sogar gesehen, wie das Video heißt. Ups. Dann wisst ihr ja, was kommt nächste Woche. Ich habe mich nur hingesetzt und anhand von Webseiten gezeigt, was ich alles plane zu machen. Und es ist viel zu viel für eine Lebenszeit. Aber mal gucken. Ich spare mir die Punkte für das Spirit. Wehe, ich bekomme kein Zorro oder Zoroark. 2 zu 1025 ist deine Chance. Wehe, es kommt nicht. Deine Community kannst du nicht täuschen. Ich habe euch schon so oft getäuscht, ohne dass ihr es bemerkt habt. Der rote Jay, du bist unsichtbar. Du bist ein Milkree. Hallo. Du bist ein, wie heißt es? Hokumil. Und Mariko, du bist ein Shiny Lumpy. Moment, 2, 4, 4, 4, 4. Wir sind schon drüber. Da müssen wir bis 4, 4, 4, 4, 4 machen. Vielleicht findest du in der Toskana einen Jungbrunnen. Bin ich dir zu alt? Achso, damit ich mehr Zeit habe. Dabsol. Geiler Name. Du bist ein
Purmel. Purmel. Neuigkeiten zum Umzug. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, legen wir los. Wir haben unsere Bewerbung geschrieben. Wir brauchen noch, also ich muss noch zu der Bewerbung so Sachen legen, halt so Einkommenszeug. Und hoffentlich einen schönen Brief vom jetzigen Vermieter. Und dann, wenn ich wieder da bin, legen wir los zu suchen. Dann wird's so richtig stressig. Ich will nicht dran denken, mir wird schlecht. Was machst du nächste Woche? Ich fliege morgen nach München und am Freitag fahren wir zu 8 oder so, fahren wir in die Toskana auf dem Haus, auf dem Berg und machen Schabernack, Orgien, Swinger, alles was du dir vorstellen kannst und nicht vorstellen willst. Warum möchtet ihr umziehen? Wir wollen nicht umziehen, wir werden rausgeschmissen hier. Die Gesetze für Vermieter sind hier sehr bescheuert. Geheimes Sektentreffen. Ey, die werden mich so auslachen, wenn ich in der Sonne liege und shiny Giratina suche. Das sind alles keine echten Gamer, so wie ihr, Leute. Ihr seid echte Gamer. Das sind alles keine Gamer, das sind alles so Leute, die im Leben stehen und Anwälte sind und Ärzte sind und Manager sind. Und dann komme ich, der kleine Gameboy-Spieler. Sind die Sui-Form bei Spirit mit dabei? Nope, es ist immer die Standardform. Was fährst du dann mit denen weg? Das sind halt die Kindheitsfreunde. Kenne ich, da ist immer schwer, das Thema anzufangen. Ja, ich fange das gar nicht an. Wir haben genug Zeug, über das wir reden können. Das sind Leute, die ich kenne, seitdem ich 16 bin. Realtime, geile Grafik, aber die Story ist immer schlecht. Wie ist die Wohnungslage in Irland? Stell dir die Wohnungslage in deiner Stadt vor und verschlechter sie um 100 Mal. Können die was mit Pokémon anfangen? Ja, die haben alle Gen 1 gespielt, wie wir alle früher. Die sagen dann sowas wie, gibt's noch Glurak? So schlimm, so schlimm. Aber ich muss nicht über Pokémon reden die ganze Zeit. Bin ja schon hier genervt, die ganze Zeit über Pokémon zu reden. Also Pokeboomer, genau. Pokeboomer. Wenn ich das Gelabra sage, dann sagen sie, hör auf mit dem Gelaber. Das letzte Glurak ist geradeaus. Nee, das letzte Glurak hat letztens jemand gefangen. Ein 12-Jähriger hat das letzte Glurak gefangen. Glurak gibt's nicht mehr. Stellt euch das mal vor, es gibt ein Pokémon Online Game, so ein MMO, aber die Anzahl von jeder Spezies ist limitiert auf eine gewisse Zahl. Selbst wenn es 1 Million ist, wäre es krass. Und wenn alle gefangen sind, dann kannst du die nur noch kriegen. Es sind wie mystische Pokémon dann. Wenn alle gefangen sind, dann musst du die von anderen tauschen auf so einem Schwarzmarkt. Er wird nie existieren natürlich, aber die Vorstellung ist lustig. Oder du machst Eier davon. Und dann gibt es extra so Brut-Accounts, die neue Pokémon herstellen. Aber wild sind sie dann ausgestorben. Außer man lässt sie frei. Du kannst sie freilassen und es ist halt wie real dann. Du kannst dein Pokémon freilassen, dann läufst du wieder in der Wildnis rum. Aber dann gibt es auch quasi wie so ein Token, steht da, wem alles dieses Glumanda schon mal gehört hat. Nicht nur die OT, sondern es lässt sich zurückführen seit Beginn des Glumandas. Oder man muss sie, oh, oder genau, oder du musst auf sie aufpassen, damit sie nicht von alleine weglaufen. Das ist auch nicht schlecht.
Das heißt, wenn der Account nicht mehr spielt, dann kann das Glumanda einfach ausbrechen und weglaufen. Ey, was man alles machen kann. Genau, und wenn du mich dann über Powerwolf ansprichst, dann sage ich, können wir nicht über Pokémon reden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dann habe ich das Shiny Deoxys resettet. Und damit hast du 20.000 Views auf TikTok? Ja! Zum Glück wird TikTok abgestellt. Das sagen wir dann. Freunde erklären, warum Shiny an Spaß machen ist am schwersten. Ja. Keine Ahnung, vielleicht sind wir so viel, vielleicht ist es die ganze Zeit so spaßig, dass ich meinen Gameboy gar nicht auspacke. Ich habe jetzt kein Ziel. Ich sage jetzt nicht, ich muss mindestens 1000 Resets in 10 Tagen machen. Aber wenn irgendwie langweilig ist, dann packe ich einfach meinen DS aus. Oder wenn ich um 8 Uhr in der Früh aufwache und die anderen wachen erst 4 Stunden später auf, dann kann ich. Wobei, das ist heutzutage nicht mehr so. Wobei, im Urlaub ist immer anders. Der Rhythmus, wie man schläft, aufwacht, ist im Urlaub immer anders. Wer redet hier denn von Spaß, genau? Ja, früher, bevor New Horizons, da sind die Animal Crossing-Bewohner auch einfach weggezogen. Es war schon nett auf der Switch, dass sie das geändert haben. Yo, dankeschön, Hamke, Tier 2. Dankeschön. Danke, Hamke. Die Bewohner ziehen jetzt von Insel zu Insel wie die meisten YouTuber. Hallo, Ryu. RNGs kein Cheaten, ist es schlimmer zum Umsetzen? Hat jemand gerade das Gegenteil behauptet? Oder glaubst du, das ist dann die Diskussion, die ich glaube, das ist dann die Diskussion, die ich mit denen führe? Ihr wisst ganz genau, was RNG kein Cheaten ist. Nein, das ist kein Gespräch, was aufkommen wird. Ich habe Urlaub, ich will gar nicht über Pokémon reden. Werden wir auch nicht. Niemand interessiert es da. Es macht dir keinen Spaß zu Shiny Hunten, aber die Befriedigung einzufinden ist nice, genauso wie jedes Puzzleteil in den Decks einzufügen. Ja, aber es macht nur Spaß, eins zu finden, wenn du danach suchst. Okay, dann sorge ich jetzt für eine Hassdiskussion. Also langsam. Wie nennt ihr es? Berliner Krapfen oder Pfannkuchen? Krapfen. Diskussion zu Ende. Berliner ist falsch. Berliner ist falsch. Ich mag die Hühner und Hähne in Animal Crossing, deswegen mag ich Hannes. Hä? Anka ist die beste Bewohnerin. Anka und... Wie heißt der Hase? Wie heißt die beliebte Katze mit der Brille? In Animal Crossing, die jeder haben will. Garfield. Gunnar. Nee, es ist Gunnar. Gunnar ist, glaube ich, der beliebteste Charakter.
Ich habe Anka. Und die Traumreise, Lustreise, Frau Heisen. Zwei, vier, fünf, vier. Vier. Nasse. So, wie weit gehen wir noch? Wo bleiben wir zwei Wochen lang stehen? Krapfen haben bei uns Quark drin. Das ist halt ein Krapfen mit Quark. Fünfundzwanzigtausend? Nein, das ist zu lang. 24.600? Okay. Zweiunddreißigtausendsiebenhundertsiebenundsechzig? Veto. 100k abgehört, das ist nicht viel. Veto. Ich bin schon längst bei Odds, was meinst du? Mal 8? Hä, warum? Ich bin schon längst bei Odds, was meinst du? Achso, du meinst 4 mal 8.000. Man kann es auf verschiedene Weisen sehen. Entweder 32.000 oder 8.000. Oder die 12.000. Weil mein letztes kam bei 4.000. Müssen wir 8.000 plus 4.000 rechnen. Oder 8.000 durch 4. Du machst 4er Reset mal 8.192 sind 32.000. Nö. Ich weiß, das kannst du so sehen. Ich sehe es halt nicht so. Warum brauchst du mehrere Deoxys? Es gibt vier verschiedene Deoxys. Normales Deoxys, Angriffsdeoxys, Verteidigungsdeoxys und Speeddeoxys. Die sehen unterschiedlich aus. Und da ich alles haben will, reicht mir nicht ein Deoxys, sondern ich brauche vier Deoxys. Genauso wie man 28 Incognitos braucht. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber warum ist 1 zu 32.000 nicht korrekt für mich? Ja, du gehst davon aus, dass ich einen Reset mache pro Knopfdruck. Wenn ich wirklich ein Reset pro Knopfdruck mache, dann wären es 1 zu 32.000, weil ich 4 auf einmal sehe. Ich mache aber nicht ein Knopfdruck pro Reset, ich mache 4. Deswegen sind es immer noch 1 zu 8.000. Nur halt viermal so schnell. Hast du alle Cognitus in Shiny? Nope. Ich habe... Was habe ich? V? P? Ich habe 4 Stück. Oder 5 Stück.
Habe ich Fragezeichen und Ausrufezeichen? Nee, ne? Ich habe nur... Ich habe, glaube ich, nur... Was habe ich gekriegt? Ausrufezeichen, oder? I? Nee, I nicht. V habe ich. Das I ist schwerer. Ich habe V gemacht. I ist 1 zu... Also bei I können... Also bei dem V erscheinen 5 Inkognito-Formen und bei I erscheinen, glaube ich, 8. Deswegen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, das zu finden, weil der Buchstabe erst gar nicht so oft erscheint. Ja, 25k ist ein bisschen brutal. Ich meine, ich habe ja eins über RNG geholt. Du hast C-G-J-N-O-T. Das, du könntest fast Inkognito damit buchstabieren. Du kannst J-Cognito damit buchstabieren. Genau, unser Deoxys. So, noch 3. Entschuldigung, 12. Aber wie hast du die Cognitus dir geholt? In Legends Arceus oder in Oras? Ich habe immer noch kein Ico. Ico, großartiges Spiel, warum hast du das nicht? PS2 Spiel. Von Team Ico. Wer den Namen auch immer gegeben hat. Happens Idee war es wieder mal. Deoxys. Hi, we're back. Dankeschön, Tees. Wir haben nur noch ein Reset. 500 Bits, um das Deoxys zu bestechen. Wir warten extra ein bisschen lang. Klick. Selbst Geld beschwichtigt Deoxys nicht. 24.600. Ich werde nach dem Urlaub überprüfen, ob... Also ich werde nach dem Urlaub bei allen 4 eine unterschiedliche OT eingeben, weil es war sehr sus, dass alle 3 Deoxys gleich sind. Und beim nächsten Mal waren sie nicht gleich. Also Wesen und EVs zu treffen, weil 3 Deoxys exakt gleich, ist so unwahrscheinlich. Aber danach es nicht zu treffen und nochmal nicht zu treffen, es ist so seltsam. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass die Shiny Frames gleich sind bei 3 Spielen. Und dann kann ich mir auch nur erklären, das ändert sich, wenn ich die OT ändere. Das macht keinen Sinn, weil egal, welche OT du hast, jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest, randomized sich der Seed. Es macht keinen Sinn. Ich könnte den Speicherstand in eine Software reintun, um überprüfen, ob die immer gleich sind, wenn es überhaupt geht. Es ist sehr seltsam. Im schlimmsten Fall haben wir nur 2 Deoxys die ganze Zeit resettet. Aber wir haben ja gesehen, dass es 3 unterschiedliche waren. Also im schlimmsten Fall habe ich manchmal nur 2 Deoxys resettet und nicht 4. Aber es kann sein, dass wir einfach nur krasses Pech einmal hatten. In dem Moment, wo wir es überprüft haben. So seltsam. Hallo Dave. Hätte klappen können. Ja. Mann. So seltsam. Was lernt man daraus? Lieber 4 Spiele selber durchspielen bis zu dem Moment, anstatt die Speicherstände zu kopieren. Aber das kann nicht daran liegen. Das macht keinen Sinn. Da ist ein RNG-Faktor drin.
Das macht wirklich keinen Sinn. Vorhin hat... Ich erzähle es nur nochmal für die, die es nicht mitgekriegt haben. Vorhin hat jemand random gesagt, willst du nicht mal checken, ob alle drei gleich sind? Dann habe ich gecheckt und alle drei waren gleich. Gleiche EVs und gleiches Wesen. Und dann habe ich ewig überlegt, wie das sein kann. Gleiche OT, gleiche Secret ID. Dann haben wir es nochmal resettet. Dann waren alle drei unterschiedlich. Dann haben wir es nochmal resettet. Dann waren alle drei unterschiedlich. Eins von drei. Zufall halt. Drei gleiche? Ich finde, es kann eher sein, dass irgendwie der Seed gleich ist bei den drei Spielen die ganze Zeit. Auch wenn es nicht sein kann. Und das eine Mal, wo wir es überprüft haben, habe ich wirklich jeden Frame, den gleichen Frame getroffen. Und die anderen Male, wenn ich A drücke, habe ich halt eine Millisekunde unterschiedlich A gedrückt. Weil wenn wir A drücken, vibriert der Bildschirm leicht anders, was bedeutet, wir haben einen anderen Frame getroffen. Aber drei gleiche. Also die Eevees wissen wir nicht, ob die gleich waren, aber die Eevees wissen wir nicht, ob sie gleich waren. Aber die Eevees und das Wesen waren gleich. Aber nachdem du 0,00001 Chance möglich gemacht hast, hast du im letzten Video mit den Affen, das war nicht so viel. 0,65% war das mit den Affen anscheinend, hat jemand ausgerechnet. Also weniger als 1% war das mit den Affen. Es ist nicht so unwahrscheinlich, aber trotzdem krass. Ich glaube immer noch, dass es geskriptet ist vom Spiel. Dass das Spiel einem einfach das erste Mal, wenn man die Affen findet, immer die perfekte Farbe gibt, die man noch braucht. Ich kann es nicht glauben, dass ich die 0,65% treffe bei diesen Affen. JJ, du bist ein Noctu. Legis haben doch immer 3% perfekte DVs. Dreimal perfekte DVs. Ah, du meinst, dass zumindest drei von denen müssen gleich sein. Und die anderen beiden waren dann Zufall. Aber dann ist Wesen noch. Es gibt 25 Wesen. Klar kann es sein. Ich habe halt mehr Angst, dass es daran liegt, dass alle die gleiche OT haben. Und das rechnet dann jedes Mal. Ich weiß es nicht. Zur Sicherheit, wenn ich vom Urlaub zurück bin, gebe ich allen dreien unterschiedliche OT. Und unterschiedliche Secret ID natürlich. Und dann muss es funktionieren. Dann. Naja. Hast du die OT auch gecheckt? Na, die OT ist überall Kira, weil so will ich ja heißen. Aber die ID und die Secret ID von dem Speicherstand sind halt gleich. Bei allen drei. Das sollte aber egal sein, weil jedes Mal, wenn du das Spiel startest, ist ein RNG-Faktor drin, der neuen Seed erstellt. Sonst wäre der Seed immer gleich. Ist aber nicht. Also bei dem einen, wo die drei gleich waren, wäre vielleicht, wenn es Shiny gewesen wäre, drei Shinies gekommen. Aber ich glaube auch, dass es nicht das gleiche war. Aber es ist nur krass unwahrscheinlich. 25 Wesen und dann drei EVs richtig haben, alle drei. Kann man ein deutsches Mew von Pokémon Gelb auf ein englisches Pokémon Gelb übertragen? Ja. Und das Schöne dabei ist, dass dann... Da muss aber dann... Also auf jeden Fall, wenn du das deutsche Mew überträgst auf ein englisches Pokémon Gelb, dann wird dein Mew Englisch. Achso, das ist sogar deine Frage. Das hat letztens jemand auf dem Discord gepostet und rausgefunden. Der hat sein englisches Mew auf ein deutsches Gelb getauscht, bevor es Bank berührt hat. Und dann war es ein deutsches Mew. Das heißt, umgekehrt war es wahrscheinlich genauso, dass dein deutsches Mew zu einem englischen Mew wird. Deswegen aufpassen. Genau, Time to Duel. Eigentlich schon. Deswegen ist es ja so krass, dass ich vorhin drei Deoxys gleich hatte. In den drei japanischen Spielen. Zumindest sichtbar gleich. Ich hätte speichern sollen und den Speicherstand reintun sollen und überprüfen sollen, ob sie gleich sind. Nee. Demon King, Sword of the Demon King, du bist ein Funpie.
Du brauchst noch ein deutsches Gen 1 Mew. Aber wenn du ein deutsches Mew hast, was ist dann das Problem? Warum kriegst du es nicht auf Bank und Home? Grimlock, der die ganze Diskussion angefangen hat, glücklicherweise. Link, Pummeluff. Pummeluff. Das mit perfekten garantierten IVs gab es erst später. Aha. Also hat Deoxys gar nicht drei gleiche IVs. Es wird immer komischer. Danke fürs Glück, Prani. Aber wir haben aufgehört. Toasty hat was Besonderes gezogen. Neben den 1025 Pokémon gibt es nämlich noch zwei, die gar keine Pokémon sind. Und Toasty hat eins davon gezogen. Toasty, wenn du Bock hast, darfst du raten, was du hast. Es ist ein Pokémon, aber nicht wirklich. Es ist auf jeden Fall nicht im Pokédex. Und es ist nicht Azedfluid. Wobei, das könnte ich auch mal hinzufügen. Prani. Schlurp. Delegator. Oh, das ist auch eine gute Idee. Delegator wäre auch was. Nee. Missing No gibt's. Das ist es aber nicht. Das ist das andere. Es gibt noch eine Sache, die in Pokémon ist, aber nicht wirklich. Fragezeichen. Inkognito-Fragezeichen? Nein. Bad Egg? Auch eine lustige Idee? Nein. Der Geist! JJ hat's erraten. Toasty, du bist Ghost. Eine Sigarzelle, auch gut. Du bist Ghost. Eins der coolsten Sprites ever, die mir als Kind halt wirklich Angst gemacht haben. JJ hatte den Geist schon zweimal. Ein Knogger, genau. Fast Guy, du bist ein Alabis. Okay. Das war's. Ich pack jetzt. Und wir sehen uns wahrscheinlich am 17. wieder. Am 17. fliege ich. Wir sehen uns am 18. wieder. Es ist eine lange Zeit, ich weiß. Es sind genau 2 Wochen. Heute in 2 Wochen, also am Dienstag, am 18. bin ich wieder da. Wir können auf dem Discord schreiben. Ich werde Giratina suchen, Transferkräfte leveln. Und das war's. Dann bist du an meinem Geburtstag gar nicht da. Nein. Dann ist Lohn da, mehr Bits. Okay. Leider habe ich kein Video geschafft vorzubereiten für die Zeit, in der ich nicht da bin. Wenn Deoxys gekommen wäre, hätten wir ein Deoxys-Video vielleicht gehabt. Aber hey. Marco hat auch Geburtstag. Warum habt ihr alle Geburtstag? Haben eure Eltern alle im Herbst gepimpert? Aber ihr kriegt ein Patreon-Video nächsten Dienstag. Ich dachte, nächste Woche kommt eins. Patreon. Patreon-Videos. Auf Patreon lade ich so Making-of-Sachen, so Gedanken, private Sachen hoch. Das ist einfach nur, ich drücke auf Aufnehmen und dann laber ich und drücke auf Stopp. Ist nichts Geschnittenes. Patreon-Video vom Pool. Genau, wir machen einen Patreon-Livestream vom Pool. Outro zum Abschied. Okay. Ein Outro. Tschüss!